Ich habe ihn schon 3 Wochen nicht gesehen. Ich habe ihn 2 Wochen nicht rasiert. Achso, im Gesicht. Haben wir, willst du das nochmal kurz on-stream sagen? Haben wir den Raummikro so? Nee, wir haben nur den normalen. Was haben wir? Er hat gesagt, er hat sich 2 Wochen nicht rasiert und dann nachgefügt im Gesicht. Wollte ich nur kurz sagen, das hat Vertigo gerade. Ich vor der Kamera alles. Ja, ist doch. Heaven! Ich kann nicht! Es. Ich hab hier mal. Kannst du noch ein bisschen rutschen, Adrian? Ich will nicht so in dieser Ecke. Ah, danke, jetzt geht's. Chat, was geht? Wie geht's euch? War Potato geil? Direkt wieder Fliesentisch-Sitzungen. Was gibt's denn? Was gibt's denn im Prospekt? Kassler? Können wir mal machen? Einmal schön Kassler machen? Was ist ein Kassler? Oh. Leberkäse. Muss noch üben. Leberkäse. Alles klar. So. Max ja, nicht Kassler so ist ja nicht Leberkäse. Mittlerweile. Ein Kassler ist, das ist so ein Leberkäse. Hast du gerade gefragt, was Kassler ist? Ja, was ist ein Kassler? Also noch nie gehabt. Kassler ist so anderes Fleisch. Leberkäse ist halt so alles zusammengepresst und dann so einfach zusammengedingst. Und Kassler ist, meine Oma macht sehr geiles Kassler. So mit Sauerkraut und Kartoffeln. Mach mal hier Mikro. Lass uns doch mal ein. Leute, ich bin dumm, ich kann das nicht. Was? Du musst bist nicht dumm. Hör auf, dich selber zu flamen. Vertigo muss mittlerweile auch mal ein bisschen alleine klarkommen. Er lässt sich einen Bart wachsen, sieht jetzt älter aus. Du musst das doch schaffen. Danke. So, das sieht doch gut aus. Danke, Papa. Sag mal was. Hallo, Test, 1, 2, 3. Hört ihr, Vertigo, ist das gut? Ich glaube, irgendeine Handkeule macht Mucken. Oder ist alles gut? Ist alles gut, Leute? Soll ich mal kurz meine Handkeule ausmachen? Schieber. Ich glaube, wenn du denn. Nein, mach ruhig. Bis der Chat rumheult. Haben wir mal zum Angebot? Ist jetzt alles geil. Oh mein Gott. Ist das Centerpreis? Guck mal alle da im Katalog, ey. So, wie geht's euch? Super. Ja. Und selbst? Geil. Musst du das fragen? Guck mal, gut, die Werdegung mal an. Der ist komplett. Gut, die Werdegung an. Der war 3 Wochen. Da brauchst du nichts mehr sagen. Du bist ein Mann geworden. Ich bin drei Wochen nicht im Office. Deep Depression. Das ist, was passiert, wenn man gegen Unicorns of Love verliert. Einfach Pennerbart. Ja. Max, jetzt hast du gar kein Mic. Ja, egal, ich schreie einfach. Okay. Seid ihr jetzt alle beide schon zu Hause? Seid ihr jetzt wieder angereist oder fahrt ihr erst noch nach Hause? Wir fahren noch. Fahrt erst nach Hause. Neuer Abschlussessen? Findet es statt? Klar, ja. Natürlich habe ich das organisiert. Schön. Ich muss noch anrufen. Nein, ich hab's. Nein, es ist natürlich schon, wir gehen morgen essen. Genau. Ich dachte Freitag. Nee, warte mal. Nee, morgen machen wir das. Morgen, ja. Ja, geil. Sansara ist leider in? Russland. Und sitzt da nicht, also der sitzt da nicht, das ist nicht fest, aber der will halt, er sitzt. Essen so, er muss halt Visa-Shit machen, so, ist halt scheiße mit dieser ganzen Situation. Ja, damit der, überhaupt da nach Deutschland wiederkommen kann und so. Dementsprechend leider gerade nicht da. Kack, Visa, scheiße, Digga. Ja, deswegen ist er gerade da. Ne? Muss es halt, das hat höchste Priorität. Und ja, genau. Und deswegen sind wir gerade nur wieder. Und der fährt halt leider. So geil. Mir wurde gesagt, du Mensch, das hier. Du moderierst das. Ist das so? Ja. Cool. Wird mir heute nicht das Mikrofon weggenommen, wollte ich sagen. Heute ist alles schwer. Let's go! Sagen, was du willst. Das erste Mal. Ich bin jetzt auf Trundle locked in. Okay, ich will dich doch nicht... Hä? Ich will dich jetzt nicht flamen, aber... Jax respektiert. Du genau das gleiche wie Trundle. Nee. Jax Tründermeer. Okay, Jax Tründermeer und Fiora respekt dich. Trundle, es gibt so Trundle-Spieler auch in Challenger, ich weiß nicht wieso. Es gibt so 1, 2, 3 wahrscheinlich, weil die Trundle-Spieler gekommen sind, aber. Die bauen Full Lifestyle Trundle. Ja, mach ich auch. Die bauen Full Lifestyle Trundle und das Einzige, was die machen. Egal ob die 0-5 sind oder so, die gehen auf die Sideline und klicken auf den Töd. Ja, egal was passiert, du gehst nicht mit. Das ist so anstrengend. Egal was passiert, du gehst nicht mit. Du bleibst auf der Sideline. Du brauchst Zero Mechanics. Ja, eh nicht. Drückst also. Was würdest du sagen, was das Peak Elo, die Max dann erreichen kann? Diamond locker. Diamond, ja. Alter, wie toxisch alle sind auf einmal. Holy shit! Hä? Schauen wir alle, Vertigo hat den noch. Also, es steht weiterhin. Ja, das ist 2 Jahre. Bist du noch Bronze oder bist du Silber? Ich bin Silber 1. Nimm Platz zurück. Dann also jeder Spieler kann Diamond kommen. Ich habe mich auch schön in Silber 1 gefestigt. Junge, ich hatte gestern, habe ich Dario so gefickt. Mit was? Mit Trundle. Ich hatte 90 Farm, da hatte der 25. Okay.
Ja, aber okay. Er war vielleicht einfach scheiße. Ich hab den nur gezoned, ich hab den gefreezed wie Sau. Ja, aber das macht schon. Lethal Tempo und dann habe ich den auf Level 1 gefickt. Aber wie habe ich das spielst gemacht? Spielst du Ignite oder spielst du TP? Ohne Ignite. Du spielst ich habe ihm drei Hits sogar gegeben, okay. Er hat mir drei Passive Stat Proxy gegeben. Und dann bist du weggegangen? Dann bin ich weggegangen, die sind weg. Er denkt so, oh, er hat den Trade gewonnen und dann fick ich ihn. Ja, und ja. Er ist tot. Das Lustige ist, das erste Mal, was er sagt, ist, hast du mit Ignite gespielt? Weil das allererste, was ich gesagt habe, ist, erste du spielst mit Ignite, du spielst mit TP, weil du einfach viel mehr Impact haben kannst. Oder? Das ist true. Das ist Mick true. Ist aus? Hä? Ist irgendein Mick aus? Gib mir einmal kurz, geht die 1? Ich bin jetzt die 1, 1 geht 1, dann schreib mal 1. 1 geht, ne? Schreib jetzt mal 1 das ein. Das ist 10 Sekunden Delay. Ja, okay. Okay, so geht die 2, Amena, geht die 2, 2 in Chat, wenn die 2 geht. Okay, die 3. 3 bin ich, hallo, 1, 2, 3. Fuck, wieso sage ich alles? 3. Ja, 3 geht auch. Ja, 4, 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ja. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Aber ich weiß nicht, ob man den glauben kann jetzt. Nee, du hättest jetzt was anderes sagen müssen. Nein, du hättest jetzt so Melone was zu sagen müssen. Melone, 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 Melone. Nein. Tiger, 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 Tiger. Nein, alles haben wir frei. Die 2 ist sehr hallig. Okay, doch, die haben Melone geschrieben. Melone. Ja, siehst du alles. Passt eigentlich alles. Hat jemand gelogen? Ja, wir haben uns jetzt hier so ein bisschen versammelt. Kinder. Einfach noch ein bisschen so das Jahr-Revue passieren lassen. Ich glaube, dazu eignet sich sehr, dass wir nochmal in unser YouTube-Video reinschauen, was wir im Spring hatten, nach diesem famosen und historischen Split sozusagen. Also da vielleicht, das ist ja so ein bisschen, Highlight-Cut. Vielleicht können wir da so die ein oder andere Momente vielleicht so ein bisschen kommentieren und so. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Das wäre cool, wenn das einmal. Ich schon mal ein. Ja. Dann können wir da einfach so ein bisschen vielleicht, weiß nicht, da ist ja zum Beispiel auch. Wo wir, selbst so Cuts drin, wir haben nicht gegen T1 gespielt, wir haben gegen Big verloren. Aber. Danke, Kevin. Ich wollte das war auch ein cooler Moment. Cooler Moment war das. Aber kann man vielleicht auch so die Sachen sagen, vielleicht mit welchen Erwartungshaltungen man so ein bisschen reingekommen ist ins Jahr und so. Und nach dem Big Game, wie das so gelaufen ist und so. Und ich glaube, ja, einfach so ein bisschen Jahr Revue passieren lassen, weil es natürlich jetzt in der Art und Weise kommen wir hier so. Mein Vater sagt so, Junge, kommen wir nicht mehr zusammen. Wo ist eigentlich Titus? Der ist eigentlich Titus? Der wollte nicht. Er hat keine Lust. Der hat schon keinen Bock mehr. Der hat schon keinen Bock mehr. Ohne Scheiß, wusste er. Der meint, er ist irgendwie unterwegs. Der hat so Besseres. Der hat schon keinen Bock mehr. Okay. Titus meinte. Sag ich nicht. Oh, mega lol, ich komm noch nicht vorbei. Da muss ich hin. Zu Eintracht Spandau. Ich darf nicht filmen, okay, aber ich hab das Video, glaube ich, schon 10-mal geschaut. Das war Frühlingsmärchen, ne? Ja. Frühlingsmärchen, Eintracht Spandau. Jedes Mal, wo es mir schlecht ging oder so, wenn wir verloren haben, habe ich es nicht geschaut. Hast du so ein Gelübde abgelegt, dass du nur noch die Wahrheit sagen darfst? Ja, heute sage ich nur die Wahrheit. Heute bin ich. Heute darf ich auch alles. Heute sage ich nur die Wahrheit, ist crazy. Heute habe ich keinen Filter. Und ich glaube, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht auf den Chat ein bisschen einzugehen, zu gucken. Ne? Natürlich auch für den Chat jetzt die Möglichkeit, hier nochmal ordentlich Liebe dazulassen für alle Beteiligten hier. Könnt ihr uns mal richtig wegbeleidigen. Oder ihr könnt auch nochmal wegbeleidigen, wenn ihr denkt, Mensch, Tristan, letzte Young Gameplay, die Qs haben nicht gehittet. Ja, das Ding ist jetzt, warte mal. Die Qs. Ich meine ja nur, das war, sah schon komisch aus. So. Der Glamour der Prime League. Wollen wir jetzt nicht anfangen. Ja, der Megatransfer scheint perfekt. Lange hat ja die Gerüchteküche um Power of Evil gebrodet. Aber jetzt könnte es. Pass auf, ich hab hier 4 Videos. Ja. Boah, nee, das geht nicht. Das ist, glaube ich, dein Mikro vorne, ne? Ja, das habe ich schon gemutet. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir vertonen das einfach live nach. Wir brauchen das gar nicht hören. Wir können es uns vorstellen, wir haben Fantasie. Ja, du kannst es doch auf so Fullscreen machen. Eine Präsentation. Achso, weil es mit Mikro nicht geht, oder was meinst du? Stimmt, du willst gar keine Präsentation machen. Vertigo muss noch eine Präsentation machen. Vertigo, du hast auch keine Präsentation. Hast du deine Präsentation fertig? Dabei? Weil ich habe ja meine schon gehalten. Oh, stimmt, das haben wir ja machen müssen. Verstehe nicht. Du auch, Fabi, oder? Die Coil mal ausmachen. Magst du aber die Coil? Machen wir nochmal Ton? Tatsächlich soweit sein. In wenigen Minuten wird dort in Spandau eine Pressekonferenz abgehalten. Zuvor allerdings war heute Mittag unser Reporter für Sie vor Ort und hat. Okay, gib wieder Rückkommen. Oh, jetzt, ja, ich hab's auch gerade gehört. Hat sich einmal umgeschaut, als Power of Evil in Spandau angekommen ist. Ja, moin und schöne Grüße aus Spandau. Wir stehen hier gerade live vorm Eintracht Spandau Office. Ein absoluter Topstar wird hier erwartet. Power of Evil. Hört ihr das gut? Ja, ich schon. Kevin hört es nicht so, aber es fand ich. Wie schlägt es in deine Ohren? Ich höre das halt nicht so gut, das ist so.
Bald weg. Okay, warte. Hm, wie machen wir das? Hallo? Mom, get the camera. Ist es Xanti? Junge, wenn das jetzt Titus gewesen wäre. Das wäre Überraschungsgast. So ein Mega gewesen. Gott, ich hau auf. Sag kurz noch also, wer hat Scheiße über mich jetzt? Das wäre geil, ja. Das ist wirklich. Titus geht jetzt Weg, ja, hab ich auch gehört. Ich glaub schon. Aber kannst du jetzt hier nicht onstream sagen. Oh ja, stimmt, Stefan. Ja, aber wenn Titus bei Big ist, dann Lügen erzählen. Und nur die Wahrheit. Und die erste. Ja, ich gehe auch zu Big. Und die erste Lüge. Die Lügen fallen ihm zwar einfach aus dem Mund. Titus meinte, er macht jetzt Urlaub in Alaska. Robbenbabys verprügeln. Fährt hier gleich mit seinem Porsche. Der Megatransfer scheint perfekt. Lange hat ja die Gerüchteküche um Power of Evil gebrodelt, aber jetzt könnte es tatsächlich soweit sein. In wenigen Minuten wird dort in Spandau eine Pressekonferenz abgehalten. Nick, wo bist du? Das, der muss hier stehen bleiben. Wenn er da steht, der hält es ab. Er absorbiert es da. Zuvor allerdings war heute Erstmal ist das Video viel zu laut. Heute Mittag unser Reporter für Sie vor Ort und hat sich einmal umgeschaut, als Power of Evil in Spandau angekommen ist. Redet mal ein bisschen. Ja, moin. Yo. Schöne Grüße aus Spandau. Wir stehen Mensch, hier gerade live an dem Mikro dran. Office, und dahinter so ein Assi-Penner. Aber gut, dass nur Kevin redet. So ein Assi. Ja, ihr seid alle reden. Das habt ihr auf jeden Fall gut jetzt durchdacht. Das war der Plan. Kevin, du kannst, das, war der Plan? Du kannst das Video einfach vorspielen. Wie soll ich das hier anbieten? Tanz das Video einfach, Kevin. Tanz das Video jetzt. Warte mal. Ich hole jetzt aus jedem Studio alle Headsets und dann setzen wir uns hier vorne hin. So einen großen Splitter haben wir? Ja. Oi. Haben wir genug Stühle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich kenne die Videos. Ja. Okay, wir haben 6er Splitter. Ja, dann. Könnt ihr schon mal. Ja, aber brauchen wir Sound? Brauchen wir das? Also ich glaube, wir brauchen gar keinen Sound. Oder? Weil wir sehen ja die Bilder und können ja darüber erzählen. Oder wir können es ganz leise auch hören. Nein? Also wir sehen doch die Bilder und können darauf erzählen. Wir brauchen keinen Sound? Hey, ihr wisst doch nicht, was da drin abgeht. Wir machen es einfach hier aus dem Handy. Der Digo hat das Video schon gesehen. Das ist schon. Das hat er auch Thema. Ja, als ob ihr keinen Sound braucht. Oh mein Gott, das muss ich nochmal sehen. Ich halte es echt schnell. Als ob ihr keinen Sound braucht. Ja, die Sound. Können wir nicht ein YouTube-Video einfach auf dem Handy ich hier kann leiser gerade machen? Ja, wie sollen die das dann sehen? Hä? Wir wollen ja, hier Videos auch, gucken, über die Zeit in Erinnerung schwelgen und ihr wollt nicht hören, was gesagt wird. Ich schon. Das ist schon necessary. Nein, ich meine, also der Chat hört okay, das ich mache jetzt eine Ansage. Okay. Kevin, du holst bitte die 4 Hartplastikstühle aus der Küche. Ich muss. Ihr räumt in der Zwischenzeit die Stühle und die Bank nach vorne und ich hol die Headsets. Sollen wir die Bank nach vorne nehmen? Ach, die Bank, okay. Die kleine Bank. Ich dachte gerade, die hier hinten. Was machen wir? Was für dein Geld? Was machen wir? Leute, ich habe einen Krampf gerade. Ich helfe. Ich habe einen Krampf gerade. Oh mein Gott, ist das schwer. Ich habe einen Krampf, ja. Jetzt? Ja. So, nein, ich nehme schnell den Stuhl. Das soll ich fragen. Es passt alles? Den Stuhl. Alles dann? Ja, auf Bild. My God, let's go. Warte, mein Krampf ist gleich weg. Sind wir fertig? Langsam. So, mein Krampf ist weg. Ja. Und jetzt gibt's übelsten Kabelsalat, ich sag's euch. Kabelsalat. Das wird crazy. Setz dich genau in. Okay, brauchst du Rückenlehne? Nee, ich mach hier Christian, so. Du kannst dich von der Wand holen. Oh, perfekt, oder? Okay, ich guck's fast. Ach, das ist von der Wand, okay, ja. So. Achso, jetzt habt ihr die Bank. Kannst du dich auf die Bank setzen, wenn du willst. Alter. So, da dann. Burschen. Chillig. So. Einmal. Dann hast du das hier? Ach, soll ich das einfach nehmen? Okay. Ja, weil das halt am wenigsten Kabel. Okay, dann nehme ich das. Dann kriegst du das hier. Dann das hier kriegst du. Dankeschön. Nicht kaputt machen. Was hat das wieder mein Warum hast du gemacht? Hab ich nicht. Du hast noch mehr Kabel hier, alles gut. Kannst du noch ein bisschen nach hinten nicht lehnen. Hat euch hier mal ein bisschen? Ja, entspann dich mal. Passt, moin schon, Burschen, danke. Ja, da hängt noch eins an der Wand, Kevin. Wenn du das einmal bitte. Merci. Ja. Thank you. Merci. Ja, jetzt bin ich gespannt, das habe ich auch noch nie gemacht. Dass das ist einfach 6 Headsets dran. Das gab es sogar auf einer LAN-Party früher. Machst du so?
Und das hier kriegst du. So. Und du brauchst keinen Ton. Ich höre das hier. Du kannst ja, ja, wenn wir jetzt alle Headset-Dinge aufmachen, kannst du ja auch. Max, ich kann es so machen, wir machen das einfach laut und ich mache es einfach so ein bisschen offen, dann hörst du auch mit und ich höre auch. Ich kann nicht eins laut machen, weil das hat keinen Lautstärkeregler und die sind alle über einer Quelle. Dann machen wir bei allen lauten und platzen den 20. Das passt? Nein, das passt. Ich höre immer so laut Musik, das passt schon. Das ist ungesund, ne? Ich weiß. Weil jetzt muss ich einmal kurz hören können. Der Megatransfer scheint ja perfekt. Hey, was ist mit dem Headset? Hey, ist doch egal. Das passt ja. Ich höre alles. Er hat es kaputt gemacht. Ja, nein, ist doch wirklich scheißegal, wenn er jetzt einen Hörer... So, Leute. Das Jahr ging los und wir haben im Januar, war das nicht Dezember? Das war Dezember, doch... Dezember, ja. Wir haben dich doch im Dezember angeteasert. Zwar im Dezember, ja. Hier steht vor 10 Monaten. Kannst du einmal draufklicken, dass auf, wenn du auf 10... Ah ja, genau. 7. Dezember, Abfahrt. Junge, war das Video mit den Ratten? Ah, nee, das war dann... Doch, das war das, glaube ich, mit den Ratten. Nee, das war, wie du wohnst. Ah, ja, das stimmt, das war das. Der Megatransfer scheint perfekt. Ja, lange hat ja die Gerüchteküche um Power of Evil gebrodelt. Aber jetzt könnte es tatsächlich soweit sein. In wenigen Minuten wird dort in Spandau eine Pressekonferenz abgehalten. Zuvor allerdings war heute Mittag unser Reporter für Sie vor Ort und hat sich einmal umgeschaut, als Power of Evil in Spandau angekommen ist. Ja, moin und schöne Grüße aus Spandau. Über diese Antwort haben wir 80 Mal mit Vincent trainiert. Ja, moin und schöne Grüße. Erwartet, Power of Evil fährt hier gleich mit seinem Porsche Panamera GTS Tricks vor. Schrage kommt nur meinetwegen. Ich bin seit 2 Jahren in dem Rand. So wirklich. Der meiste Sport, den Tristan gemacht hat. Ich kam mit dem Fahrrad fast nicht hoch, weil das so ein Scheißfahrrad. Wir haben das locker 5 Mal gedreht oder so. Ja, das Fahrrad war, das, aber die haben auch gar nicht, die drei haben auch gar nicht gereiht, wie die das machen sollen. Naja, ist auch egal. Tristan Schrage, ihr seid alle nur meine Ding hier. Ich bin ja Premium-Milliardär. Ich habe jedes Mal gesagt, schubst mich mal richtig doll, bitte, weil Kevin ist uns, Vincent war so ein Zärtlicher, der hat sich mal nicht ganz getraut. Dann Frage, stimmt es, dass Sie für Eintracht Spandau unterschrieben haben? Das wird sicherlich alles in der Pressekonferenz klären. Ist das scheiße. Ich spiele nur Freundlich. Ihr Gehalt, 1 Million, man sagt für den 1 Million Euro hier in Spandau. Ich spiele nur Freundlich, ich spiele nur Tristan, ich bin der Presi. Nächstes Jahr. Holen wir die Freimlich gemeinsam, ja? Recht hat er. Digga. Digga. Wir haben die so geholt. Das ist halt insane. Das ist halt echt insane. Nicht so überzeugt, Alter. Mit Ansage. Und ein paar Bastard! Junge. Und geil, abgeschlossenes Fahrrad auch. Eindruck von Power of Glaubst du ihm jetzt ein Fahrrad? Ja. Wirklich? Ja, das also runter. Ja. Dein Fahrrad ist weg, ne? Oh, ja. Was ein Hammer. Es scheint also zu stimmen, Power of Evil befindet sich gerade in den Räumlichkeiten von Eintracht Spandau. Und damit nicht genug. Scheinbar hat er sogar schon seine erste Immobilie im Blick. Unsere Reporterin war für euch vor Ort, hat sich das Ganze einmal angeschaut. Und wie ein Power of Evil wohnen könnte in Spandau, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja doch, es war das mit dem Ratten. Wir befinden uns hier im Südwesten Spandaus am Blasewitzer Ring. Hier soll Power of Evil bei Mieter einer 2-Zimmer-Wohnung mit geteiltem Bad im Flur werden. Über das Warum lässt sich nur spekulieren. Zwingt ihn die Berliner Wohnungsnot dazu? Möchte er die authentische einfach Ratten. Oder erinnert ihn die... Ich weiß noch, die kamen wieder, die kamen wieder von dem Dreh, das war irgendwie früh morgens und die waren so, oh mein Gott, es war so geil, wir haben sogar Ratten gefunden. Die waren wirklich so... Es war so perfekt. Die Umgebung an das Elendsviertel von L.A., Skid Row. Bald wissen wir hoffentlich mehr. Vielen Dank für diesen Einblick in das Leben der Reichen und Schönen. Und wenn natürlich ein Superstar wie Power of Evil da ist, dann kann jeden Moment was passieren. Und ich höre gerade, wir sind bereit für eine Live-Schalte, um keinen seiner ersten Schritte im Büro der Eintracht zu verpassen. Und deswegen geben wir jetzt ab live nach Spandau. Der Gag war es nicht, bin ich ehrlich. Wir sind gerade live aus dem Eintracht Spandau Gebäudekomplex. Power of Evil ist auch schon da und er ist gerade dabei. Sein erstes großes Geschäft. Der Gag war es nicht, Bruder. Der war es nicht. Hey, sag mal, spinnt ihr? Ihr könnt mich doch nicht auf dem Klo filmen. Die Pressekonferenz, die gleich angesetzt ist.
Hat das mit Ihrem Wechsel zur Eintracht zu tun oder hat das andere Gründe? Was zur Hölle ist hier los? Sie können doch nicht Herrn Schragenbiss auf die Toilette verfolgen. Ich habe klar und deutlich gesagt, Sie sollen im Presseraum Platz nehmen. Sofort! Und damit zurück ins Studio. Absoluter Wahnsinn, was sich hier vor unseren Augen abspielt. Und ich glaube, spätestens jetzt sind wirklich alle im POE-Fieber. Und entsprechend werfen wir einen kurzen Blick auf die Karriere des Megastars. Power of Evil ist Deutschlands letzter echter Hip-Hop. Oder einfach Prime Power of Evil. Oh mein Gott. So ein Elite-Gamer. So, das sieht das mega aus wie dein jüngerer Bruder right now, finde ich. Ja, das komisch. Viele. Ja. Woher das kommt? Nee, aber legit 1:1. Ich meine, Kevin, nicht, dass ich mich genau anhöre. Du Bruder. Hörst dich und siehst 1:1 aus mit deinem Bruder. Ja, das 1:1. Er ist halt, er hat so eine Aging-Krieger nur drauf gehabt, aber es ist Doppelgänger. Deinen großen Bruder würde ich gerne mal sehen. Der ist auch, der sieht genauso aus. Also, ich weiß, der hört sich aber anders an. Der hört sich ein bisschen anders an, ja. Aber der sieht auch... Also vom WoW-Discord weiß ich, er hört sich ein bisschen anders an. Ja. Auf Legends Superstar. Zuletzt hat er ein Jahr ausgesetzt, nachdem er beinahe ein ganzes Jahrzehnt an der Weltspitze verbrachte. Mit seinem Wechsel in die USA wachte sich Tristan Schreiber auf. Das war geil. Wer war eigentlich er? Ich weiß gar nicht, wo. Ich weiß auch nicht. Naja. Ich weiß nicht, er hat sich richtig wie so Hotdogs reingeworfen. Ja, ja, genau. Also er war quasi der Ami, der dich mit einem Obstkorb dann doch verhindert hat, dass du direkt zum ersten Split natürlich bei uns ankommst. Eine Ebene mit Dirk Nowitzki und Dennis Schröder. In seiner Heimatstadt Bad Soden benannten sie jüngst eine Kinderturnhalle. Seit seiner Rückkehr wurde der Name Evil bereits mehrfach mit der Eintracht in Verbindung gebracht. 2021 scheiterten die Verhandlungen noch an einem Obstkorb. In jüngster Vergangenheit standen dann... Das war übrigens bestes Acting, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Irrungen und Wirrungen um die vermeintliche Verpflichtung von NA-Midlane-Kollege Diplex im Weg. Doch nun scheint Power of Evil genug vom frühzeitigen Ruhestand zu haben und geht nach LEC, LCS, MSI und Worlds den wohl einzig logischen nächsten Schritt. Mittwochabend Ackermatches gegen Evi. Da muss ich hin. Zu Eintracht Spandau. Das finde ich so geil. Das ist einfach nicht zu überbieten. Jetzt? Okay, oh. Leute, der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Es geht los. Power of Evil wird höchstwahrscheinlich jetzt als neuer Midlaner bei Eintracht Spandau verkündet werden. Die Pressekonferenz, wir schalten rein. Zum Glück kann man den Investoren nicht mehr, ne? Also Scheiß Investoren immer. Äußerst besonderen UberEats Pressekonferenz. Wie Sie sicherlich schon alle mitbekommen haben, ist die Transferphase für die Saison 2024 in vollem Gange. Ich muss sagen, diese ganze... Wie sagt man, der Arc mit dem Investor war es auch gar nicht. Findest du? Ich mochte das schon. Das hat so bis zu dem Video... Also die Idee war gut, aber die Umsetzung war nicht so geil. Ich mochte das aber, das mit dem Comeback dann wieder. Das hat irgendwie Hype gebracht. Ich mochte das. Ja, rüstet sich fürs kommende Jahr. Du warst ja auch der Penner währenddessen. Ja, ja. Sonst wärst du auch nicht der Penner geworden. Ja, wie gesagt, die Idee war gut, aber wir haben es nicht gut umgesetzt. Ich hätte man viel besser noch machen können, dass er noch mehr so Mr. Burns wäre mäßig. Das stimmt schon, aber ich fand die Idee schon ziemlich gut. Ich will Sie jetzt auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ich darf mit sehr viel Stolz verkünden, dass wir Tristan Schrage, auch bekannt als Power of Evil, für uns sichern konnten und er ab 2024 für die Eintracht spielt. Klaps im Chat. Frage: Nach all den Skandalen, warum haben Sie sich für Eintracht Spandau entschieden? Was für Skandale? Habe ich was verpasst? Nee, das ist... Der redet nur. Alles gut, Tristan. Das ist, diese Zeiten sind vorbei. Kein Knabe bedeutet keine Skandale. So nämlich. Ja. Na gut, aber jetzt ist damit ein anderes Gerücht. Sie sollen mehr verdienen als CR7 in der Wüste. Was sagen Sie zu den Gerüchten? CR7 in der Wüste? Eigentlich verdiene ich nur einen Bruchteil. Nächste Frage. Warum entscheiden Sie sich für ein Team, das regelmäßig nur den zweiten Platz erreicht? Gut, damit ist die Fragerunde beendet. Tristan, hast du noch Anmerkungen? Dann können ich würde gerne noch Hallo sagen zu dem neuen Investor. Das ist der Herr Drüben. Das ist Leon Horst, mein Name. Mir gehört der ganze Laden jetzt hier. Und ich bin auch der neue Präsident. Gut, ich würde sagen, es ist Zeit für Fotos. Tristan, Herr Horst, darf ich bitten? Was? Ihr Trikot? Warum wolltest du denn Investor Hallo sagen? Du kennst das so als Beziehungspflege, ne? Weil er Money hat.
Alter, schaut euch dieses falsche Lächeln an. Dieser Wichser. Der Original-Presi hat das arrangiert und jetzt schaut euch diesen Wichser an. Alter, ich kann einfach weggeballert. Ganz schön langer Name, oder? Ja. Schon mal über einen Rebrand nachgedacht? POE zum Beispiel? Ja, jetzt noch einmal bei mir. Schon mal kürzer. Oder einfach Y? Ja. Krass, da haben wir es gesehen. Eintracht Spandau hat einen neuen Midlaner, Power of Evil, den Megastar. Ob das jetzt endlich mal was wird mit dem Titel, das werden wir sehen. Und was wir auch sehen werden, ist, wie sieht eigentlich der komplette neue Kader von Eintracht Spandau aus? Die Informationen gibt es am 8. Dezember um 18 Uhr auf twitch.tv/Eintracht Spandau. Das war das und wie Experiment-Event. Experiment. Ah, ja. Ah, ja. Das war schon. Hey, war geil. Das Game gegen Big? Das war mit. Nein, gegen G2. Das war das, was dann gefolgt. Also, erstmal, wir hatten immer das Problem, dass man uns nicht ernst genommen hat. Das heißt, die Leute waren immer noch skeptisch, dass du wirklich kommst. Echt? Zu der Zeit war das noch so. Ich weiß so, also es gab Leute, die waren dann so nicht ganz sicher. Hä, heißt es jetzt, wirklich, er kommt? Oder ist das wieder ein Joke? Weil wir immer nur Scheiße gelabert haben. Was mit Deeplex halt, ja. Genau, dann hat SK hat dich angekündigt und wir haben Deeplex angekündigt. Ja, und so. Das war uns dieser Joke. Da hat SK mal Konte gemacht. Und dann kam das Wochenende, wo an einem Wochenende drei Events waren. Ja. Experion into Red Bull, into Red Bull. Duisburg. Boah, ja. Essen. Essen. Ja, Essen. Also das war das Highlight, schön, wo Corona wir gegen Team One gespielt haben. Das war das Highlight. Jo, da haben doch alle Corona bekommen, ne? Ja, ja. Ich habe Corona, glaube ich, zu Anfang gehabt und dachte, komm, den Tag zieh ich noch durch. Oh, ja. Und, Ehrenmann. Noch alle absoluter Corona. Ehrenmann. Oh mein Gott. Das war schon eine geile Stage. Yo, Leute, ja. Kevin Westphal hier von Eintracht Spandau. Yo, Leute. Da hinten ist der Tod. Das ist wie das irgendwie live für you. Like, yeah. Live for you. Mit der Logitech-Camp, ja. Alter. Absolut verkauft, der Wichser. Gib mal richtig Gas und so. Ja, Logitech meinte, yo, Leute. Logitech meinte, wenn ich das ganze Wochenende die Cap trage, bekomme ich so einen Sim-Racing-Rig. So. Was? Ja, ja, das haben die mir angeboten. Habe ich aber nicht bekommen, weil ich war ja nur am Freitag da und Samstag, Sonntag war ich krank. Habe ich das nicht bekommen. Das war so. Scheiße. Das war ein Same, der dritte Take. Yo, Leute. Yo, Leute. Kevin Westphal hier von Eintracht Spandau. Ich bin hier auf dem Alexanderplatz. Da hinten ist jetzt der Ton Experience. Ich nehme euch mal mit auf eine Reise. Ne? Ich habe hier alle am Start hier Ton und Zeug. Hier, guck mal, hier ist eine Katze. Sagt man dazu, glaube ich, oder? Sagt man, ja, sagt man dazu. Wir haben ein paar Events am Start und ich dachte, ich nehme euch mal mit. Das Video geht ganz schön lang. Ich glaube, das ist wie so ein Real Talk-Format, nur mit einem Video. Right? Heute im Experience machen wir unser Roster-Reveal. Wir stellen unser Team vor und zocken gegen G2. Das ist eigentlich schon mal eine krasse Nummer. Ganze Bums, ihr seid ja alle da. Weißt du, der Laden ist ausverkauft. Da war ich und morgen zocken wir im Velodrom vor 7000 Leute oder so. Erst gegen so ein paar Dosen. Also jetzt nicht Repul, sondern Big. Die mal lang. Und danach gegen T1. Also wenn wir gegen Big gewonnen haben. Und das gegen die Weltmeister zu spielen, boah, das ist natürlich ein Ding. Das war geil. Aber da es kalt ist, würde ich sagen, wir gehen erstmal rein, weil. Alles fit, Mori? Sicher. Der Film? Jetzt will der schon wieder was. Ich hab das Kabel noch nicht fürs Headset. Ja. Alter. Brauchen wir alle so eine Klinkenkabel? Hat irgendeiner so ein Klinkenkabel dabei? Nee, ne? Safe nicht. Nee, du hast ein USB-Kabel. Das sind natürlich die Daily Struggles eines E-Sport-Teams. Ja, bestimmt. Hat wieder keiner dabei. Klingt schon nach Erkältung. Nee, ich war da schon. Also. Nice. Ja, ich war am Ende des Tages war ich auch im Arsch. Es war ja vorher. Einmal normal bitte. Vorher war ja das. Ey, kannst du mir noch meinen. Ja, also eigentlich weiß ich es ja, aber ich teste nur dich. Ich bräuchte mein Passwort und meine Login-Daten. Ach du Scheiße. Okay. Oh mein Gott. Das war jetzt. Das war auch das Ding mit deiner Bauchtasche, oder? Das war der erste Bauchtaschen-Incident von so 10. Ja, musst du mal wieder erzählen hier. Ja, ich habe halt immer meine Bauchtasche verloren. Wir waren sogar im Fahrstuhl auf dem Boden gelegt. Im Fahrstuhl auch, ja. Wir waren Backstage oben dann da, warten, bis wir runtergehen können und spielen können. Fans wurden schon reingelassen im Experion. Ja. Und dann kriegen wir einen Mental Breakdown, weil die Bauchtasche weg ist. Ich habe einen kompletten Mental Breakdown gehabt. Mit Brieftasche, mit Pass, Handy, Pass, alles weg. Und alle schwärmen aus. Alle vom Team, alle so, wo ist die? Ist das denn? Überleg mal jetzt wirklich.
Überleg mal. Ja, ich darf jetzt hier nichts Falsches sagen. Hier sind zu viele Spandauer anwesend. Sansara geht sofort wieder ein. So, da hat er verloren. Weiß ich jetzt noch. Hat er an dem Wochenende alles verloren, ne? Gegen einen ersten Runde nicht, oder? Doch auch. Was? Ja, da habt ihr auch gewonnen, aber auch verloren. Was ist das denn? Einmal haben wir mehr Masters gewonnen, also was wollen wir? Ja, ja, aber am Anfang. Boah, das war nice. Der Los ist im Fuß, sagt man ja. Dementsprechend haben wir am Anfang dreimal verloren. Das können wir maximal im Zugen. Boah, Fiora, heftig. Was sind die jetzt? Da habe ich noch Eier, da habe ich Fiora gespielt, nicht das Sample. Da hat der Coach mich noch nicht verdorben. Da hat mich das Team noch nicht verdorben. Das Team, okay. Tschüss, Sokowski, und wir haben hier noch einen schönen Abend, ne? Bis dann. Das war ein cooler Tag. Das war ein richtig cooler Tag. Wir sind ja seit heute Morgen um 8 unterwegs. Wir waren ja beim Red Bull Event, haben Rehearsal gemacht. Jetzt stehen wir hier, Spiele haben gespielt. Da wurde Kevin krank. Das war ein Red Bull. Hallo. Hallo, wie geht's? Guten Morgen. Ich heiße Nikolai. Ja gut. Ich weiß nicht, ob es alle schon wissen. Kevin hat eine schlimme Nachricht bekommen. Sein WoW-Weight wird vorgezogen. Und da musst du einfach Prioritäten setzen. Also, was willst du machen? Nee, Kevin und auch Christian Maldi. Das ist scheiße. Jetzt muss er auch noch moderieren, Alter. Aus Spandau. Junge. Haben einen Shuttle bekommen. Adrian hat sich das Wochenende auch anders vorgestellt, ey. Aber dieses Shuttle war geil, ne? Ja. Oder? Adrian, das war doch geil. Die ganze Fahrt geschlafen. War das? Ja. Ein bisschen unscheinbar, vielleicht kannst du da so die Bauchtasche aufmachen, dass man die besser findet. Das hat ja echt so ein Apple-Tag. Genau, das wollte ich sagen. Das war's mal. Hättest du es mal gemacht? Da habe ich Faker getroffen. Okay, sorry. Fangen wir mit dem Kaffee. Ah, da habt ihr das erste Mal Brücke dann gesehen? Kann das sein? Hallo. Oh ja. Hallo Steffen. Da war ich voll am Fanboyen damals. Ich heute noch. Ich caste gleich das Match, tatsächlich beide. Alter, Sansara, was macht der da? Ich bin auch sehr biased. Okay. Eintracht Spandau wird heute zweimal gewinnen. Auch gegen den Weltmeister natürlich. Ne? Der Roster ist ready. Oh, das war so bitter. So sehen Weltmeister. Hey, hör auf zu spoilern. Boah, ich sah damals. Egal. Wir wissen es noch nicht. Wir haben jetzt Tech-Check-up, damit wir schon. Sieht aus wie ein Penner. Digga, du siehst jetzt aus wie ein Penner. Ich hatte damals aber nicht. Keyboard, Maus. Feins Logitech-Gear. Adrian einfach ruhig. Geboren für die Kamera, schon. Oder? Fast ready. Guter Sub-In. Für Kevin. Boah, ich hab zu Hause gelegen, hab geschlafen. Ne? Und so, was passiert denn was? Das ist. Nein, es gibt mal nochmal zurück. Hey, warum? Da haben wir davor geredet, wo wir. Gestern schon hier. Okay, ich glaube, ich Probe. Und ja, ich glaube, wenn nachher die Bude voll wird, dann wird das richtig geil. Ich hab so Bock. Kannst du dich erinnern? Ja. Ich hab so Bock. An dem Mann hat er nur Scheiße gelabert, der ganze Zeit. Ja, let's go. Vielleicht für nächstes Jahr ist das noch im Budget drin. Die Spieler machen sich gerade ein bisschen warm. Wir haben schon geguckt. Großen Applaus für die Eintracht Spandau! Ich weiß noch, da musste ich als Erster einlaufen, ganz vorne. Junge, ich war so scared. Boah, das war so cool. Das war schon geil, ne? Boah, stell mal vor, das wäre Prime League-Finale, so. Jay, das mal vor. Das wäre geil. Oder eben, ja, Masters danach wäre auch schon geschlecht. Ja, Mann. Aber ich finde krass, wie geil das Intro ist. Das ist schon echt fett gemacht. Ja, true. Boah, das war geil. Geiles Line-Up, geiles Team. Der kommende deutsche Meister. Ja. Das stimmt. Er hatte recht. Gecallt. Er hat's gecallt. Wir haben die Erwartungshaltung aber immer schön niedrig gehalten. Ja, das sind die absolut begeisterten Teams, machen sich da natürlich entsprechend jetzt bereit. Ich freue mich mega darauf. Hier nochmal der Eintracht wichtige Hinweis. Der Gewinner aus dieser Begegnung hat bereits das Tickets, um gegen T1-Spieler zu spielen und die erste Schwächung an diesem Team vorzunehmen. Beide dann natürlich auch entsprechend vorbereitet. Und wahrscheinlich heute, müssen wir ehrlich sein, die knappeste Begegnung. Draft war ungefähr das, was wir erwartet haben. Oi. Wir haben eigentlich erwartet, dass wir Rihanna selbst ran müssen, weil das ein sehr, sehr starker Pick ist. Danach, nie wieder selbst ran. Hast du Ignite gespielt? Ansonsten ist, glaube ich, der Draft für beide Teams spielbar. Ja. Beide Teams haben gerade Ignite. Ich glaube, es liegt jetzt wirklich daran, welches Team sich wohler fühlt. Ich hab das Game so verdrängt.
Ich auch. Ich nicht. Ich weiß, literally noch eine Szene, unser letzte Teamfight. Da habe ich das erste Mal geinternet in dem Ding Game. Ist so, als Programmer, du hast so diese Momente noch vor diesen Games einfach im Kopf. Und ich weiß noch, der letzte Teamfight, ich sag so, ich habe keinen Flash, wir müssen aufpassen, dass der Lee Sin mich kickt. Und ich weiß noch, dass irgendwer wird gekuckt. Ich. Und dann läuft Vertigo neben mich und der Lee Sin kriegt den Kick. Und der, ich weiß, direkt, weißt, während du fliegst, weißt du aber schon, ich mach so gut das Game. Und das Game ist over. Ja, das ist schon. Ich habe schon ein, zwei Kills abgegeben, die nicht hätten sein müssen, aber noch ist das Game relativ even. Ich musste komplett Commentary machen, wenn ich mir dann Arsch abgeschwitzt habe, komplett aufgeregt war und sollte noch, ja, sag jetzt mal, was passiert hier, und dann passiert ja nichts. Boah, damals Aatrox. Oh, jetzt kommt die Eröffnung, ja! Ach, du hast Aatrox sogar. Ich habe damals so viel Aatrox gespielt, ja. Ich weiß gar nicht mehr Aatrox. Coach Draft ist scheiße. Comment Aatrox gespielt. Boah, das war schon auch nicht gut. Ein Turm ist da und es könnte reichen! Zack, da ist Vertigo! Sein erster Competition Evo Kill, muss er fast schon sagen. Wichtig auf dem Aatrox! Aber das ist der Spells. Huge, was ein Vor allem, wir waren erst die Händler, nicht das. Da ist, wo jetzt die PM, wo die Numbers haben. Da ist Sansara schon richtig viel HP verloren. Könnt ihr direkt abholen? Nein, der kommt sogar noch raus! Oh, Brown Shield. Der irgendwo von der Seite. Lille würde allerdings gesteckt werden. Und Danny ganz stark ist huge. Wir haben es gemacht. Da war Lee Sin damals. Denzi auf Lee Sin. Der überlegt, reicht das? Ist da genug CC zur Verfügung? Beide poken sich nur so ein bisschen. Und wo kommt der Burst von Power Beaver? Jessler muss schon noch Tanzara abholen! Double Start von Sengak! So stark gemacht! Und die Anlichtbau, das war wichtig! Das war ein Standard und tatsächlich! Und jetzt kommt Vertigo dazu. Denzi aber sehr mobil. Der Daumen nach oben, der Herald! Imagine! Nee, okay, ich sage jetzt nicht Schlimmes, aber imagine, Denshi könnte gerade LCK spielen, wenn er so weitergespielt hätte. Der war zu gut, what the fuck? Da wäre gerade, hätte er so weitergespielt, ganzes Split, wäre er jetzt LCK, no joke. Naja, gut. Das war der beste Nissan, den ich jemals gesehen habe. Das ist der beste Nissan, den ich jemals gesehen habe. Das war crazy. Der hat euch in den Arsch gefickt, nichts weiter. Ja, okay, aus dem Fight hat er auch, der ist schon. I don't know, der hat jeden Fight gesmurft. Der war da, also das war ein so insane Game. Eins ist aber schon mal ready, Kick wurde eventuell schon provoziert. Lilith geht sehr, sehr deep hinein in den Laden. Wird ja auch auf erstes fallen und die Frage ist, was macht Sansara da ins Dunkel? Er versucht über Lee Sin rauszukommen. Zwei Kills. Ich weiß noch nicht, ich war da. Wir haben den Comeback noch geschafft, glaube ich. Ist da nochmal ein Comeback? Ich war da im Eintracht-Vlog. Ah, das ist hier, glaube ich, ja. Ich war da im Eintracht-Vlog und ich war wegen. Es war gar nicht mal so krass. Ja, ich weiß, er warte. Es war gar nicht mal so krass rangelaufen. Sah gut. Ah, es war trotzdem, ich hätte trotzdem weiter weg gehen können. Das war der erste Nervenzusammenbruch von 4 von ABH. Propeller direkt auf Funky gelandet, an der Stopwatch. Was? Der Turret macht Arbeit, Leon übernimmt das Ganze bei 1 mit der Fuhren von Falco. Und ich habe jetzt Flash ready, so 10 Sekunden danach. Das war richtig Zeit. Blutpressing, ja. Boah. 0-2 aus der Lane, 5-2 aus dem Game. Ey, ich weiß noch wirklich, es gab mehrere Faktoren, die mich an dem Tag richtig getriggert, also was heißt getriggert haben, wegen denen ich sad war. So, erstmal hätten wir dieses Match gewonnen, hätten wir einfach gegen T1 gespielt. Boah. So, in Berlin. Und dann nicht nur das, auch noch big verhindert, fucking big verhindert, dass wir gegen T1 spielen. Und dann spielen die auch noch richtig insane gegen T1. Ja. Die haben die richtig gechallenged. Mhm. Dann der zweite Punkt, den ich sage fand, das war halt so ein Event von Red Bull. Das heißt, alle Teams, die Red Bull gesponsert waren, waren halt da. Also G2 war da, Big war da, T1 war irgendwie, Red T1 auch. Haben die rangeholt für dieses Event und irgendwie NNO war dafür noch geplant. Und wir? Und Heretics. Ja, genau. Und wir waren da gar nicht eingeplant erst. Wir haben dann Red Bull übel zugelabert, weil wir gesagt haben, ey, wir müssen da doch am Start sein, bitte. Wir sind auf den Knien angekrochen, wirklich. Weil wir gesagt haben, Alter, so ein fettes LOL-Event in Berlin und wir sind nicht dabei, bitte, lasst uns dabei sein, bitte, 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 wir wirklich, wir sind so auf die Knie gegangen und dann haben die irgendwann gesagt, ja, okay, ja, wenn es sein muss, so. Und das Ding war, dann waren halt richtig viele Faktoren für uns und unsere Fans richtig shit. Erstmal haben die irgendwie unser Showmatch ganz an den Anfang gelegt, wisst ihr es noch? Das war erst anders kommuniziert und dann haben die es einfach noch weiter vorangerückt. Der Einlass war teilweise ging gerade noch los. Da haben wir schon irgendwie,
Also es war einfach total... Wird ja nicht mal gestreamt. Ja, yes, genau. Hey, echt? Ja, ja. Also auf dem Main-Channel wurde es nicht gestreamt. Genau, auf dem Main-Channel wurde es nicht gestreamt. Ja. Es wurde einfach ganz... Es war einfach... Ich weiß noch, so Leute wie Vincent und so, die haben sich die Haare gerauft. Es wurde einfach spontan nach vorne gelegt. Das heißt, unsere Fans wussten auch gar nicht, dass es schon läuft. Und wir konnten gar nicht mehr Tickets bewerben, weil das Event schon lange ausverkauft war. Das heißt, wir hatten auch bis auf zufällige Leute, die da eh hin wollten und Eintracht-Fans waren, niemand vor Ort, der das Team angefeuert hat. Digga, das hat mich so, das war so sage. Und ich weiß noch, ich glaube, wir hatten so ein kleines Kontingent, was wir bekommen haben von Red Bull, aber die waren halt dann nicht zusammen. Also das waren halt ein paar, also erstmal waren die Eintracht-Fans verstreut und dann halt dieser eine Block war halt so klein, wäre besser gewesen, wenn alle zusammen gewesen sind. So wie halt bei KC, die waren alle zusammen in einer Area. Ja. Da hat man auch gemerkt, dass, ich meine, das war Dezember letzten Jahres, da war auch unsere Fangemeinde noch nicht so organisiert wie heute. Es hat sich echt super viel getan jetzt in den 10, 11 Monaten. Also Shoutouts auch an euch. Vor allem, wenn man überlegt, wie es dann schon im April war, right? Da waren die ja so am Start. Also das war krass. Und deswegen war dann tatsächlich das Gewinn so von EMEA Masters so noch mehr noch erfüllender. Weil man das noch im Nacken hatte, wie unzufriedenstellend das in jeder Hinsicht war. Ja, da war auch direkt richtig Krise. Boah. Das weiß ich noch. So ein Einstand mit dem Wochenende, alles verloren. It's one, that we don't get a chance to play against T1, but two, that we lost against Big. I mean, it's ja, letztendlich sagt das ja nochmal genau das, glaube ich. Okay. Ich kann mich erinnern, ich habe damals auch gesagt, wenn ich gegen T1 spiele, da hatte ich eine Wette im Team, dass ich Zeo solo kill mit Riven. Geile Wette. Wenn. So, das war das Video. Ich glaube, das kam das einen Tag vor der Deutschen Meisterschaft oder einen Tag vor im EMEA Masters? Das ist das Datum. Auf. Das wichtigste Spiel des Jahres. 5.4. War das nicht sogar vor der NNO? Das ist das vorm Finale. Nächste Runde. Das Match gegen NNO, das wird eins der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Match der letzten zwei Jahre. Nicht im EMEA Masters. Wir können ins Finale einziehen, wir können im EMEA Masters spielen. Best of Five, sind wir ehrlich, das ist noch eine Übungssache. Fick mein Leben! Fick mein Leben! Ja, hat er gerade noch eine andere Frage machen? Ist das irgendwie... Warum keine Logitech-Cap? Ich bin Christian Baltes, ich bin Co-CEO bei Eintracht Spandau. Und es ist einfach gerade so eine geile Zeit. Ich glaube, was war das für ein Video? Ich glaube, da haben alle nochmal so... Ja, ich bin sportlicher Leiter bei Eintracht Spandau. Also kann ich alles, was so League of Legends Sport zu tun hat, nicht vorhanden. Mein Name ist Maxim, weltbekannter Gottgamer. Und ich muss sagen, NNO gegen Eintracht. True, das war das Jahr, wo auch nur zwei Slots für... Oder der Split, wo nur zwei Slots für Prime League waren. Das ist wie Bayern gegen Barcelona. Und die Woche ist natürlich sehr intensiv jetzt für uns gewesen, weil wir spielen jetzt gegen NNO. Der Einzug ins Finale möglicherweise, der Einzug möglicherweise zu den EMEA Masters. Und das machst du einiges mit ein. Halbfinale. Der Megatransfer scheint perfekt. Lange hat ja die Gerüchteküche um Power of Evil gebrodelt. Ja. Aber jetzt könnte es tatsächlich soweit sein. Rek'Sai so gepflegt. Natürlich geht man immer mit viel Erwartungshaltung. Und dann habt ihr endlich Rek'Sai gebannt. Gerade Power of Evil. Ich hab da eine Story. Ich kann mich erinnern, es war so, okay? Du kannst alles sagen, ist mir scheißegal. Okay, ich sage mal alles. Jetzt sage ich es Helik nicht, konntest damals nicht. Ja, es war so viel Drama. Damals war eine Udiameter davor. Und im Team hatten wir die Meinung, dass Udyr ein schlechter Toplaner ist, weil er einfach nur even geht gegen jeden und dann ist einfach ein Tank, der rumläuft und einfach ein Tank ist und nichts macht. Und dann haben wir gesagt, dann ist Rek'Sai auf einmal in LPL die ganze Zeit, also in der chinesischen Liga, was die eine der besten Top 2 Ligen ist. Ja, und weiß jeder Schimpanse. Genau. Und wir haben das halt gesehen, diese Rek'Sai. Und Tristan und vor allem alle im Team generell haben gesagt, ich war auch der Meinung damals, weil sie mich manipuliert haben. Wichtig. Manipuliert. Weil sie mich manipuliert haben. Manipuliert. Dass Rek'Sai genau gleich wie Udyr ist. Und dann haben wir es halt nicht trainiert wirklich. Wir dachten, das ist ziemlich schlecht. Und dann lockt Scarface das 2 Games in a row und wir können einfach nicht das Spiel spielen. Okay, fang ich mal. Geile Story. Ich erinnere mich noch an den Fliesentisch, nachdem wir, glaube ich, den Unicorns gewonnen haben oder so. Ich erinnere mich noch auf jeden Fall, ich glaube, es war irgendwie ein Talk vor dem NNO-Match. Und wer hat heute gesagt, dass Rek'Sai der Number One Prior Top Laner ist? Ja? Das war, glaube ich, der erste Moment, wo wir gesagt haben, wir dürfen keine Mikrofone mehr geben. Ja. Stimmt, das ist true. Wir hatten schon die Prior drauf. Das ist auch true. Aber wir dachten zuerst, es ist bad. Das ist true auch. Es gab mal eine Zeit, wo wir, also,
Er macht halt nichts, Champion, außer halt OP seinen ersten Das Ding ist, okay, warte, er gewinnt halt noch einen Satz dazu. Also. Das Ding ist, wenn Rek'Sai halt nicht 5 Platings nimmt, aber kann, und wenn das erste Head geht, dann ist er nicht mal mit ein. Gegen dich ist. Aber gegen was Vertigo? Ich hab's gar nicht so gut genommen, wie das hier war. Okay, sorry. Bruch, viele neue Spieler, wir haben Lilip, den Trainer aufgewechselt, beziehungsweise du hast recht, Adrian. 1-0 für Leverkusen. Ja? Ja. Schöne Stange geschossen. Wer hat's da die Sache noch ist, ein bisschen Chaka spielen. Nein, nice. Ich will sagen, ich und Scarface haben uns gegenseitig lieb. Das wollte ich nur schon sagen. Also war auch da einfach viel ist Neues so mit dabei. Ja, das ist true. Ja, also Erwartungshaltung für die Saison war, wir möchten auf jeden Fall Playoffs spielen, wir möchten den Titel, also um den Titel kämpfen. Wir sind reingegangen in der Saison und ich sag mal, in den letzten beiden Jahren haben wir es halt so gehandhabt, dass wir in der Saison sehr stark waren und dann reingeschissen haben. Und wir dachten, wir kommen, wir drehen es mal einfach mal um, wir scheißen einfach mal in der Saison rein und sind dafür in den Playoffs besser. Und die Strategie geht erstmal auf. Das Roster ist komplett neu, Power of Evil wieder am Start, ne? Aber die Saison war nicht leicht. Super viele Teams waren gleich aufgestellt, man wusste quasi bis zum Schluss nicht, wer überhaupt in die Playoffs darf, weil teilweise 4 Leute auf dem ersten Platz waren. Boah, es ist sehr schwierig. Crazy. Stimmt! Oh, das war, wo Austrian Force aufgestiegen ist und alle gefickt hat in der Hinrunde. Das war fast zu null gegangen, oder? Und wir waren für kurze Zeit, glaube ich, auf dem achten Platz oder im 9. Platz. Ja. Das war so. Achter, ja. Stimmt, ich weiß noch, wie wir Woche für Woche hier saßen und so meinen, na, so langsam. Aber die Sache ist, ja, so lang, boah, ich hatte das Gefühl, dass alle so, also ich weiß nicht, wie es beim Spielen war. Es war so ein Wettrennen des Improvements. Ich weiß nicht genau, wie es beim Spielen war, aber ich hatte so das Gefühl vom Staff und von der Org, dass die Leute richtig geschwitzt haben. Ja, aber die Sache ist, ich hatte nicht vor der Kamera, aber ich hatte so das Gefühl, während die so mit mir geredet haben, ich weiß nicht, wie es bei euch so, hatte ich das Gefühl, so, dass die Leute so schwitzen. Also das ist so, wie sieht es denn da aus? Warum gewinnt ihr denn jetzt nicht? Nee, so würde genau, ich sagen. Genau, so kleine Fragen. Es war eher sowas wie, ja, wie läuft denn deine Scrims jetzt? Besser oder so? Weißt du, also immer so indirekt. Genau. Ja, die Tabelle zwischen zwei Ecken. Guck dir mal die Tabelle an. Ich habe, glaube ich, 1, 2, 3 Mal gefragt, so, wie laufen denn Scrims? So mittlerweile. Ja. Aber die Sache ist ja die, ich bin ja da eigentlich dann jemand so, ne, also kann ich auch mal sagen, ich bin dann, merke so, dass alle Leute dann hibbelig werden im Office so ungefähr und ich sag so, lass die Leute in Ruhe, lass die Spieler in Ruhe, die kommen zum Training, dann lass die in die Küche gehen, wieder in den Spielraum, labert die nicht zu. Dann so, ne, ich sag vielleicht nur eine Sache. Und wenn aber 20 Leute ankommen und Henny die ganze Zeit, ja komm, jetzt spiel doch mal, du spielst aber auch ein geiler Talk letztes einfach Mal. Einfach unsere Werkself, alle Mitarbeiter wollen irgendwas. So, jeder hat auf meiner Meinung so und ja. Ich weiß noch, am Anfang war es, glaube ich, Alter, der Osten rollt wieder. Danke für Giftes ab. Ich weiß noch, am Anfang war es ein Problem bei euch im Team. Und das hat ja jedes Team am Anfang, aber ich glaube, bei euch war es dann überdurchschnittlich lang, so auf eine Spielidentität zu kommen oder so allein zu sein, weil jeder kommt ja, oder viele kommen aus unterschiedlichen Teams und haben so andere Spielerfahrungen oder wurden anders getrimmt, ein halbes Jahr quasi oder ein ganzes auf ein bestimmtes Spielstil oder wie man eine Situation spielt. Und es wurde die ganze Zeit darüber debattiert, wie man euch allein bekommt. Das stimmt echt. Das war am Anfang übelster Bruch, das weiß ich noch. Aber und irgendwann hat es einfach Klick gemacht. Ja, das ist auch true. Zwei ultra close Games. Wir hatten das eine Game, wo wir irgendwie gegen Smolder gespielt haben, die dann bei 700 Stacks war. Auf diesem Austrian Force hast du Fiora gespielt und hast fast auf der Side Lane. Da ist ehrlich passiert. Da war ich mad. Ja. Genau. Boah, aber das war das schlechteste Game. Wir waren halt zwei Wins hinterm ersten Platz und hätten wir die Games gewonnen, dann wären wir erst in der Tabelle gewesen und keiner hat irgendwas gesagt. Genauso hätten wir gespielt wie vorher, hätten wir einen anderen Fight gespielt und wir wären damit vorne dabei. Ja, es war super eng bestimmt. Und so haben alle gesagt, das ist der schlechteste Regular Split aller Zeiten. Aber das Smolder-Game, da habe ich Cassante gespielt. Das war gegen SK. Was war ich da nochmal? Das war gegen SK. Das war das 60-70-Minuten-Game. Was warst du? Wir hatten Senna. Boah, und ich glaube in der ersten Woche mussten wir... Du warst Quay und wir hatten auch noch irgendwie Low-Damage-Jungle. Ja, und die Gegner hatten Olaf Wei. Und ich glaube, in der ersten Woche mussten wir gegen SK into Unicorns rein. Genau. Oder andersrum. Ich glaube, das war auch krass. Aber ich habe das Gefühl, gegen Unicorns haben wir sehr oft gewonnen, ja, oder? Ja, habt ihr auch. Aber ich glaube, am Anfang haben wir halt auch eher gegen die starken Teams gespielt und die Schwächeren waren dann gegen Ende. Und ich glaube, das war, deswegen sie saß auch closer aus. Sie haben es durchgesetzt und sogar Best of Five auf dem Weg dahin mitgenommen. Ja, es ist immer viel zu tun. Viel zu tun einfach. Und man merkt halt, es gibt manchmal so Tage, da passieren negative Sachen und dann gibt es Tage, da passieren positive Sachen. Und im besten Fall hast du eine Treppe, die das Traumschiff nach oben führt. Das ist bisher der Fall gewesen. Ey! Mach den Scheiß alleine, das ist keine Ahnung! Geh wieder weg! Ja, hau doch ab! Geh doch nach Köln! Ist mir doch egal! Komm ja ohne dich jetzt da! Mann! Welcome back!
wir hatten in den letzten Jahren immer mal wieder die Problematik, dass wir es nicht geschafft haben, on point ready zu sein. Wir hatten teilweise unsere Peakphase während der das muss man an Intensität anpassen. Und ich habe das Gefühl, dass wir es diesmal zum ersten Mal geschafft haben in der Saison, kontinuierlich besser, besser und besser zu werden, sodass wir gerade das beste League of Legends im Split quasi sehen. Was ja vom Timing her perfekt passt, weil jetzt geht's um alles. NNO spielt gegen Eintracht Spandau 2. Riesenfanlage. Ich weiß eine Sache. Im Jahr davor war ja Tristan schon hier, aber halt als Streamer unter Vertrag. Ja, ich habe gecastet, ja, bei der Games gecastet. Genau, du hast gecastet mit Bröki und du wolltest so ein Jahr ausprobieren, wie es als Influencer. Ja. Deswegen war das ja dann auch so ein weirdes Comeback, dass du dann bei irgendeiner, bei fucking Prime League, bei diesem komischen Hinterwäldlerverein anfängst. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, damals war ich noch viel im Bock. Also, weil ich ja nicht selber gecastet habe. Stimmt. Und ich weiß noch, im Summer Split sind wir gegen Big im ersten Playoffs-Match rausgeflogen. 3-0. Oh, das war Spring. Nein, Sommer das waren wir Top 2 und haben dann beide mal verloren gegen Unicorns und gegen SK. Und sind echt? Und im Spring waren wir Dritter und Big war nur Sechster und wir waren krasse Favoriten und haben uns dann klatschen lassen. Aber du erinnerst dich? Ich weiß nur noch, dass du mich angerufen hast. Stimmt, dann war das im Spring, weil Tristan da noch nicht jedes Match gecastet hat mit Bröki. Es fing dann so langsam an. Das im Summer war. Du konntest am Anfang die Hymne nicht, deswegen hat dann Bröki ein bisschen schneller gemacht. Das weiß ich auch noch. Schwierig. Naja, auf jeden Fall. Ich konnte die Hymne, bevor ich überhaupt bei 1 war. Also, so nehme ich. Ich auch. Eine Schande, tut mir leid. Auf jeden Fall saßen wir im Bock und haben das Spiel geguckt mit den Fans. Und wir kriegen so aufs Maul und ich war die ganze, wir haben halt viel getuschelt so. Ich wollte die ganze Zeit wissen, was deine Einschätzung, was man, so. König gewinnen. Und Tristan meinte dann auch so, oder war das damals? Nee, weil Tristan meinte, ich meine, ich bin am Stream. Es ist, und nee, war das nicht das? Ja, erstmal musste ich dich überreden, dass du überhaupt in Bock kommst. Genau, ich war am Stream, weil ich war am Stream. Hast du mich angerufen? Ich meine, so Playoffs sind nur einmal im Jahr. Stream kannst du jeden Tag. So habe ich früher auch immer die Leute zum Saufen überredet. Ich bin zum Club. Stream aus und komm in den Bock, Alter. Ja, und er hat es gemacht. Nee, aber ich glaube, dann war es doch Summer Split, wo wir einfach back-to-back verloren haben. Und du meintest, es wäre, oft ist es besser, Lower Bracket reinzustarten und dann so einen Run zu haben. Dass man quasi die BO3s und BO4s practiced. Und genau das, das sieht man hier auch, genau das haben wir dann ja gehabt. But die Unicorn-Series war rough auch. Spandau 2! Ja, stimmt, wir mussten jetzt erst gegen Unicorn. Das Ding ist, da war es auch halt ein 2-2-Game. Man muss mal überlegen, wie knapp die NNO-Serie war. Und wir hatten zwei Best of Fives davor auch. Zum quasi reinspielen. Ja. Und hätten wir eins davon verloren, hätten wir das fünfte Game bei Unicorns verloren zum Beispiel, hätten wir nicht Prime League gewonnen, hätten wir nicht EMEA gewonnen. Ja. Und das ist halt so krass. Dann hätten wir aber im Sommer gewonnen. Boah, so krass, das ist wirklich crazy. Gänsehaut. Da wollte noch jemand auf der Side entgegen gewinnen. Ich gesagt. Im fünften Game. Das war das Da habe ich gut, ja. Da war Game 5 und ich habe versucht, die Fanlage, die aufeinandertreffen und zwei großartige Teams. Für die Eintracht ist es enorm wichtig, NNO zu schlagen, aufgrund der Tatsache, dass ein Sieg in diesem Best of 5, was nicht einfach wird, sofort dazu führt, dass sie bereits bei den EU Masters sind. Also dieses Match jetzt ist einfach super besonders. Ne? Also seit der ersten Saison haben wir nicht mehr europäisch gespielt oder international. Da war Yo! Das habe ich voll vergessen. True. Die EU Masters oder gespielt. Das war das Office, Alter. Was war nochmal das Lineup da, das allererste? Das war Pride, Obsess, Special, Kinetic und Prime. Prime. Und wie weit seid ihr da gekommen? Gruppenphase raus. Gruppenphase. Ja, und halt Vizemeister. Im EM Masters Teilnahme nicht möglich. Haben es versucht. So, wir wollen Titel gewinnen, wir wollen im EM Masters spielen, aber es hat nicht geklappt. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit. Wir stehen kurz davor. Wir müssen gegen NNO spielen, ein super starkes Team, ein Team, was wir natürlich auch kennen vor und hinter den Kulissen. Wir haben beide so die größte Fanbase in Deutschland. Natürlich gibt es auch verbindende Elemente. Ja, und dann haben wir gegen NNO gespielt. Ja, dieses Scheiß-Tier ist so ein Status-Split. Wo euch alle disrespected. Ich weiß noch, wie bei mir steht, on a good day oder so. Wieso hat mich da Kevin wieder runtergetan? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, Kevin, du hast ihn in DT gepackt? Ja, du hast Vertigo und DT. Das ist, weil ich irgendwie schon abgefuckt habe am Anfang. Vertigo und DT. Du hast mich abgefuckt, meinte, du kommst in DT. Also das war die Tierlist von Kevin. Nee, also, das war nicht uns. War das nach der Bauchtasche oder? Ich glaube schon. War generell. Also die ersten Kennenlernen ab in DT. Vielleicht so ein bisschen Kontext. Es gab halt zum Beginn des Splits so ein paar League of Legends Lappenstreamer, kann man auch so sagen, die haben sich halt hingesetzt auf ihren
süßen Arsch, der nicht selber Pro-Player heißt und haben halt so eine, nee, ein paar waren es, aber ist auch egal. Die haben halt so eine Tierlist gemacht, so über Prime League. Und die haben uns richtig fast schon Bottom-Tier gesetzt, das weiß ich noch. Grüße an alle gesagt, das ist echt true, ne? Die ja, haben alle gesagt, die haben alle gesagt, wir werden hart reinzacken, also sinngemäß. Die haben uns ein bisschen, ja. Austrian Force, die haben auch gesagt, Austrian Force wird war ich nicht irgendwie Fehler? Tristan Schrage war C-Tier mit Lennart. Ja. Echt? Das oh, müsst ja, ihr euch mal vorstellen. Die haben ja, Tristan C, das in C-Tier immer gepackt. Das habe ich immer in Scrims gesagt. Mein C-Tier mit Lennart ist so gut. Und Vertigo wurde nur so low gerated, weil er ein Loser-Mindset hat, laut. Ah ja, stimmt. Oh, stimmt. Ich war der vierte Top-Laner, weil ich Loser-Mindset hatte. Digga, und da dann, oh Mann, nee, all ich mag das, Leute. All das, und dann war es so juicy, die zu ficken, wirklich. Nice, nur um zu sagen, NNO kann nicht so hochkommen. Du musst so strunzdämlich sein. Du musst so oft von Wandschrank laufen. Ja, und dann haben wir so einen Stream gemacht mit Brücke und Kevin, die einfach selber eine Tierlist machen. Gut, da sind jetzt vielleicht Zweiter geworden. Kevin, wir beide heute, ja? Wir beide. Licht dich ein! Gib ihn Lass! Ja! Boah, das Game verlieren wir. Ja, da hab ich Kriegen 10 Millionen Schilde. Kriegen 10 Millionen Schilde. Tower down, Icox down. Oh, weil wir nicht älter gegangen sind, oder? Ja, weil wir nicht älter gegangen sind. Vertigo war so mad nach dem Game. Boah, ich war actually mad. Oh mein Gott. Ich brauch eine Pause. Ich will keine Emotionen zurück. Dann machen wir da so Finishes, die irgendwie dann nicht aufgehen und... Welches Game war das? Da war NNO. Leute, wir brauchen jeden Support. Es geht gegen NNO. Es wird mega knapp. Es wird mega heiß. Es wird mega spannend. Schaltet ein. Ja, seid im Twitch-Chat. Dann kam heftiger Reverse-Sweep gegen NNO. Das war und nice. Dann kam das Video. Das habe ich zehnmal geschaut. Das meinte ich. Ja? Das Video. Ja. Unser Weg zum Double. Geil. Da war die Saison vorbei und wir haben so. Warte, ich muss ganz schnell aufs Klo. Sorry. Er ist so sauer gerade. Vertigo ist so sauer gerade. Warte, wie mach ich das runter? Du hast gerade gesagt, du bist voll Emotionen. Kannst du einfach ausmachen, oder nicht? Er hat das Video 10-mal geguckt, das ist krass. Ich kann es mal liken. Krass. Habt ihr es auch 10-mal geguckt, Leute? Chat? Weiß noch, wie, wenn nicht, wie dann wäre das jetzt eure Möglichkeit, das nochmal 10-mal zu gucken. Ich bin nur, glaube ich, etwas sehr groß. Was guckst du? Was ist das jetzt? Ist das die neue Strat? Ich bin nur, glaube ich, etwas sehr Großem auf der Spur. Ich habe gestern wieder League of Legends gespielt, das erste Mal seit 3 Wochen, und habe da mit Master Yi auf Toplane gespielt. Ich habe einfach den Master Yi gezogen, weil ich mir gedacht habe, gegen den Darius, gegen den ich da auf Top gespielt habe, den möchte ich gerne berühren. Und ich weiß, dass der Master Yi im Late Game ein Monster ist. Aber wenn der Darius ihn zu sich zieht, dann wird es nicht so, wird es so gefährlich. Ich habe dann auf Toplane langsam angefangen, bin dann immer besser geworden, habe nach 10 Minuten ungefähr 35 Farms gehabt, war so Silver-Gold-Elo, und habe dann 2-1 gehabt, nach 10 Minuten. Habe ich zweimal den Darius besiegt, einmal habe ich verloren 2-1. Hab dann am Spielende 18-14 gehabt und 3 Assists und hab alle Items voll gehabt und ich war ein Wazer. Also ich hab richtig rasiert. Ich hätte fast einen Quadra-Kill gemacht. Es ist leider nur der Triple-Kill geworden, weil der eine Champion mit dem ganz langen Schwert, der neue da, der konnte sich in alle Formen irgendwie verwandeln und der hat 22-1 gehabt. Ah. Aber ich glaube, dass ich da etwas sehr Großem auf der Spur bin und da bleibe ich dran, weil ich möchte Master, Grandmaster, Challenger werden. Das ist mein Lebenstraum, das habe ich meiner Frau auch schon gesagt, dass mir das Allerwichtigste im Leben ist. Und da ist es halt ganz wichtig, mit Master Yi auf der Top-Lane, das spielt keiner, das glaubt keiner, weil die glauben alle, man kann Master Yi nur im Jungle spielen. Wenn man aber die Moves beherrscht, dann glaube ich, dass man da sehr, sehr weit kommen kann. Also Max, du hast ja, wenn man also die Moves beherrscht. Also ist die neue Strat. Prime Split 2024! Prime League Champion! Hat ja die Gerüchteküche um Power of Evil gebrodelt. Soll das neue Lineup 2024 von Eintracht Spandau. Oh, ich weiß noch, die Prime League hat, glaube ich, auch so eine Tierlist gemacht. Oder irgendwie so eine Vorab. Wir haben viele News dazu gemacht. Ja. Also, ne? Folgendermaßen aussehen: Power of Evil soll als Midlaner zurückkehren. Das ist einfach der Lothar Matthäus der E-Sport-Szene. True. Der Traum: Wir haben hier Tristan am Haus und ich möchte gerne das Power of Evil für uns als spielt. Eins, also das ist einfach so. Hm? Das war für mich Prio 1, beziehungsweise in Kombination mit Santara. Ja, und als dann Ende letzten Jahres dieser Umschwung kam, wo wir gesagt haben, okay, wir können viele Spieler nicht mehr halten, wir kürzen die Budgets, wer hat jetzt noch Lust, bei uns zu bleiben?
wen kriegen wir für die Budgets überhaupt? Also ich dachte mir halt, okay, wenn ich die beiden Spieler habe, dann kann ich halt auch nochmal andere Spieler dazu attracten, halt spannend zu kommen und kann auch da halt sagen, okay, mit diesen Leuten auch. Ja, da hatte sich das übrigens schon angebahnt, Chat, ne? Also wir mussten da echt auf die Kohle achten, immer mehr. Sportbudgetmäßig musst du sehen, okay, vielleicht musst du nachher auf irgendwelche Rookies da komplett zurückgreifen und dann können die wenigstens da noch viel lernen und so von denen. Im Endeffekt wurde es aber dann, also Lilip meinte, der hat weiterhin Bock so und er meinte, er will unbedingt mit Funky zusammenspielen, wir haben mit Funky geredet, er wollte unbedingt mit Lilip spielen und es hat sich halt so ergeben, dass wir beiden halt die Möglichkeit geben können, dass sie zusammen spielen können. Das ist wahrscheinlich dann Vertigo, dann die. Stand ich auch im Raum, dass sie irgendwie bei NNO oder so spielen wollte? Oder bei Vic? Ja, bei so? Mir. Bei mir war bei die dir, Überlegung, ne? zu NNO zu gehen und dann war das Drama mit Kanani. Da gab es ja auch ein bisschen was. Ja, aber, also meisten legendär. Okay, das ist halt dann die Rookie-Personalie. Ich glaube, jetzt hat man halt auch in dem Split gesehen oder als intern bei uns sehen wir halt, okay, der kann halt extrem viel lernen von den erfahrenen Spielern. Und das Big Offline-Game. Geht halt auf. Was? Also ich bin einfach hyped. Da haben wir über das Pissen geredet. Also ein ausverkaufter Velodrom, insane große Bude, mehrere tausend Leute, T1 ist da, G2 ist da, Big ist da. Unser erstes Offline-Derby gegen Big. Beide haben neue Mannschaft. Wir haben davon und nicht von wieder. Blöcke. Warum? Wie wir ja heute wissen, hat das Team eine ganze Weile gebraucht, um überhaupt auf eine Spielidentität zu finden. Big holt hier den Win und darf gegen SKT ran. Die Löwen-Ticket. Unglaubliche Performance hier gerade von Denzi. Ein Riesenapplaus für die beiden Teams. Sind da unfassbar auf die Fresse geflogen. Wir haben so Shorts hochgeladen oder Vertical Content generell. Wo die Spieler danach, nach dem Lose, in den Katakomben saßen und darüber diskutiert haben. Und da hat man gemerkt, okay, ist irgendwie, ist interessant, ist eine neue Dynamik irgendwie im Team. I think next year is gonna be completely insane, because individually we are all like really good players, I'd like to say. Weil alle waren. Die haben mehr, die anderen weniger. Sehr zuversichtlich. Ich hoffe, er hat immer Challenger zu hinten. Schlechter kannst du ja gar nicht starten als Team. Und auch gerade in Tristan. Was rede ich gerade schon wieder? Im Bewerbungsprozess meintest du noch, du warst das ganze Jahr Challenger? Ich war letztes, in 2023 war das ganze Jahr Challenger. Und dieses Jahr? Dieses Jahr nicht, ne? Okay, ne, einmal nur kurz. Dann war sehr ihr kleinen Pisser, ne? I mean, obviously we're a new team, it's not a big deal, you know. Okay. I don't think we should feel too bad. Ich war dazu, ich muss das erklären, ich lasse nämlich nichts ländern. Ich habe als zweithöchstes den letzten Split. Gerade vor so einem Monat habe ich als zweithöchstes nach Funky gefinisht. Will ich nur ganz schnell klarstellen. Ja, mit Windtrading am Ende, oder? Windtrading? Was ist Windtrading? Lesson that we need to work on. Und genau das ist, glaube ich, auch eins der Erfolgsrezepte jetzt gewesen von dem Team. Ein herzliches Willkommen zur höchsten Liga in Dach League of Legends. Wie lange haben wir auf diesen Moment gewartet? Die Winterpause ist... Der hat auch im King of Spandau angefangen mit seiner Pro-Karriere. Endlich offiziell vorbei. Ja, dann ging der Split los. Es war jetzt nicht so, dass wir... als Titelfavorit gestartet sind. Ganz im Gegenteil eigentlich. Ich habe noch die Hände gezeigt. Da ich werde nur solo gekillt. Deswegen war es geil. Zufällig direkt die Banger-Woche gegen SK und Unicorns. Da sind wir 1-1 rausgegangen. Das war eigentlich ein sehr guter Start für uns. Spandau, Spandau, wir lieben dir! Wunderschön. So, dann so nächstes Highlight der Hinrunde war das Big Derby. Boah, das war so ein geiles Comeback. Ja, Mann. Das war mit das Comeback. Das war eines der geilsten so live mit erlebt. Bleib an deinem Arsch, friss ihn auf. Sehr gut, mit dem Hammer. Alle gut gespielt, ab mit Game. Das war richtig geil. Ab mit Game. Danke, dass es doch wieder ist. Das Game und wir holen unser Derby von das Wort die Rache. Das Wort die Rache für das. Ich bin der Rapper, eine geile Nummer. Melkor rastet aus. Vertigo gesehen, die Eskalation. Nee, der war lustig. Oh, das war das Game. Das war das 60 Minuten Game. So traurig, Leute! Ja, also boah, als die Rückrunde halt gestartet gespielt? Hatte und wir dann auch noch halt praktisch die Top-Partien gegen SK und Unicorns verloren hatten, ist natürlich eine scheiße Ausgangslage, ne? Also, und es war so wie der OP-Smode, also bei dem Zeitpunkt waren wir halt einfach genau. Und danach haben wir immer Smolder gepickt. Ja, und niemand hat gewonnen. Spieltag. Molder Pike, Goated Lane. Angetreten. Die waren damals Tabellenführer. Es war generell die Überraschung der Prime League. Und wir mussten gegen die gewinnen. War eine Banger-Partie. Und da haben wir es dann geschafft. Und das war so der Moment, okay, wir können den Tabellenführer gerade schlagen. Das war das Crash-Basi-Game.
Wir haben das Zeug für Playoffs. Wir müssen jetzt einfach nur fokussiert die Best of Ones hinkriegen. Der erste Rivale hat gepasst, damit stehen sie aktuell zumindest auf einem Playoff-Platz. Und da habe ich Smaller Top gespielt, Tank, der Host. Ja, das ist auch so. Das Tank Smaller Top Game. Das war so OP. Am Ende setzt sich Spandau hier verdient durch. Wir haben für alles Smaller gespielt. Ach und Krach in die Playoffs gekommen. Also wirklich, das war absolut kurz vor 12. Und wir mussten dann einfach in der ersten Runde gegen Unicorns ran. Und ja, da ging es um alles. Also da hätten wir auch direkt rausfliegen können. War auch knapp. Also wir hätten einfach direkt rausfliegen können und das wäre es wieder gewesen. Spandau kann sich feiern. Vertigos erste Playoffs und direkt der erste Sieg. Ja, danach Austrian Force. Vertigo. Die hatten aber ja gleiche Hose gewählt, haben die auch geschlagen und als nächstes mussten die dann gegen uns ran. Was? Und holy shit, ich so gemacht. Die haben, okay. Die haben 3-0 weggemacht. Das war krass. Ja, das war tatsächlich krass. Also, da haben wir uns ja gespielt. Dann ist der Nico. Weil, wir haben so die Lane gestoppt und dann Midgame komplett runtergerannt. Austin Force verabschiedet sich mit dem Knall. Und Eintracht Spandau ist in der nächsten Runde. Einfach so, und dann müssen wir aber als nächstes entweder gegen SK oder gegen NNO ran. Also die, die sich im Upper Bracket befinden. Und wie sich gezeigt hat, hat da SK gegen NNO gewonnen, aber auch knapp. NNO musste also ins Lower Bracket und hat dann uns gefaced. Und das war insane. Es geht um den Einzug ins Finale an diesem Tag in den Best of All Progress. Nicht ums Finale, sondern auch um den letzten Spot für die EMEA Masters. Ja, und dann haben die auch 2-0 uns weggestoppt. Und Eintracht Spandau ist am Zittern. Die Zitadelle, sie wackelt. Da war ich sogar im Gold der Einzige, der Hit war. Just Think. Steht 2-0 im Lower Bracket. Aber ja, er war sehr gut auf Rexas. Der stand 7-1. Silver Scratch angemacht und es war so heftig. Ja, also die Spiele waren krass, waren close. Am Ende gab es dann da die 3K Elo Shockwave von Boah, das ist so geil. Tristan. Das ist geil. Ja, stimmt. Und wir bekommen Baron. Kann aber jeweils noch an der Lock im dritten Kampf gesperrt. Das war die Shockwave. Und Nash besiegt. Baron bekommen. Und dann haben wir XD geschrieben. Was? Das ist einfach ein Game. War schon eine Banger-Series. Dann haben wir XD. Das war schon das Match. Und SK hat sich dann irgendwie ganz anders. Ich kann jetzt oft und ehrlich sagen, das habe ich auch gesagt. Ja, Tristan hat sich auch gemacht. Das war. Ja, das war bei nach Game 2, in Game 2 habe ich ein Missplay gemacht. Game 3. Game 3. Da waren sie schon 2-0 vorne. Okay, die waren schon 2-0 und dann habe ich ein Missplay gemacht, Level 3 oder so. Mhm. Und dann hat der Enemy AD Carry XD oder Question Mark XD hat er geschrieben und Question Mark. Und dann waren wir so, in okay, what the fuck. Das Ding ist 2-0 vorne. Das Ding, was du halt verstehen musst, das ist ja nicht mal irgendwie mich hat das Effekt oder sonst was, aber das ist so, weil es mein Teammate. Ja genau, es hat mich so mad gemacht. Das macht mich dann richtig mad. Das ja, richtig mad gemacht. Aber man muss davor sagen, Vertigo hat Level 1 was zu Scarface geschrieben. Aber da waren wir 2-0 hinten. Nee, aber was hat er geschrieben? Das ich weiß nicht. Irgendwie No Rexai, No Win Alter. Oder so. Das kann ich aber das wusste ich gar nicht. 2-0 hinten, da schreiben wir. Ich hab Eier. Das hat sich voll Eier. Das hat ich nämlich voll vergessen. 2-0 hinten habe ich das geschrieben. Das ist so ein richtiger Vertigo-Move, Alter. Weil das hatte ich nämlich vergessen, als wir nach dem Game so drüber geredet haben, habe ich halt gesagt, die hat einfach XD geschrieben. Und ich habe gar nicht realisiert, dass Vertigo davor schon was geschrieben hat. Weil sonst wäre das, glaube ich, noch mal ein bisschen anders gewesen. Ja, ja, okay. Aber, True. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Mit Abstand das stärkste Team haben. Ja, aber das brauchen wir nicht reden. Ne? Ich habe nichts geschrieben. Und ich dachte mir so, okay, also ich war. Oh, das war Lanes vor. Und gute Zeiten. Ja, dann verlieren wir das erste Game. Und ich dachte mir schon, scheiße, Mann. Das, ja, ja, NNO war most hyped Game of the Year, by the way. Ja, es hat sich nicht besser angefühlt. Und mit Pike, es war so geil. Es hat sich nichts besser angefühlt. Ihr mehr Masters war die Hälfte so gut wie das NNO-Game. Ich muss sagen, ich fand EU Masters, also ich fand eigentlich jede, ich fand auch diese. NNO war, es hat nichts. Ich weiß noch, ich bin an dem Tag aufgestanden und war übertrieben nervös. Jetzt im Finale? Ja. Ich glaube, wir überhaupt nicht. Ich glaube, jeder bei uns war chillig. War ich gar nicht, bei den Games davor alles nicht, aber hier, wo es dann wirklich um die Meisterschaft ging, ich glaube, war ich so noch. Digga, wer du bist, 1-8? Das war Lanes of Meta, da wurde ich die ganze Zeit gekillt von der Botlane. Ich glaube, es lag daran, wegen den Jahren davor und gerade wegen der ersten Season, wo wir fast hätten schon in der ersten Season Deutscher Meister werden können. Und dann weiß ich noch, haben wir gegen Gamer Legion, ich glaube, 0-3 verloren. Ja, obwohl ihr im Upper Bracket 3-0 weggekommen habt. Wir haben die schon weggemacht. Und dann kommen die halt nochmal übers Lower Bracket und machen uns 3-0 in Spandau weg, weil dies war offline bei Freaks. Junge, und ich weiß noch, die Spieler haben dann gesagt, dass die ganze Zeit so in Allchat geschrieben haben und so aufgestanden sind und geschrien haben. Die von Gamer Legion. Das heißt,
bei uns in Spandau sind die so drauf, weißt du, so komm doch und so mäßig. Und dann machen die uns übel weg und dann fahren die mit einer Limo vor den Bock. Echt? Und gehen im Bock feiern mit unseren Fans. Das ist low-key Giga-Chat. Das war der größte Disrespect. Ich meine, imagine, FC Bayern München wird zum 11. Mal deutscher Meister, fährt nach Dortmund mit dem Mannschaftsbus vor einer Stammkneipe von Dortmund und geht mit den Spielern da drin feiern. Ich hab's gar nicht gereilt. Ich fand's auch krass, dass unsere Fans das so. Also, es spricht sehr für die E-Sport-Szene, dass da nichts passiert ist. Ja. Auf jeden Fall. Deswegen, wird mir schlecht dabei. Ja, wirklich. Ich krieg richtig Plack auf den Zehen, wenn ich daran denke. Mhm. Deswegen, an dem Tag war ich richtig nervös, weil SK war auch so ein Team. Es hat uns oft geschlagen, einfach. SK war als Org so immer halt bekannt, als die nehmen richtig Geld in der Hand, haben richtig krasse Spieler. Also, und da kann alles passieren. So bitter, weil dann haben wir ihn, glaube ich, 3-1 weggemacht, right? Ja. Alle. In unserem ersten Split. Und da sind wir 3-0 raus, also 0-3 rausgeflogen. So, und langsam kamen so die Flashbacks. Scheiße, Mann, SK ist so übermächtig. Die sind auf dem Papier so stark. Jetzt haben die uns 1-0 schon in der Hand, an den Eiern fast. Und dann haben wir einfach reingesmurft und haben 3 Matches ich in Folge, geholfen, die fast so weggemacht. Ich habe Game Management verglichen. Meine Wegbegleiter waren auch so am Start, die abseits von Eintracht Spandau am Start. Mich immer supportet haben, Kutscher, Kalle, in der Analyse mit Kevin, allem. Das war so ein Banger-Stream, Alter. Die Analyse-Ecke war auch sehr effizient. Das war richtig entertaining. Ich habe das danach noch gesagt. Für alle Aufgaben. Alle kamen mit Sakko und so. Ja, weil das hatten wir so eine Stunde vorher gesagt. Ja, ey, lass doch alle Anzug anziehen. Ich habe noch ein paar hier. Ich weiß noch, wie einer nach dem anderen auch so reinkam. Die kamen ja nicht alle pünktlich. Einer nach dem anderen kam so rein. Immer wenn jemand reinkam, alle so, oh, damn, so looking good. Und Kevin, Alter, sieht aus, wie wenn er zur Konfirmation geht. Das ist Kalle, in der Analyse. Ja, das ist an dem Tag entstanden, Junge. Hop, homies. Mit Kevin, allem Anzug, Brögli und ich. Nee, es war für mich einfach an dem Tag auch mega erfüllt, weil das natürlich auch viele Wegbegleiter sind, right? Uh-huh. So. Mit Kutscher fing das alles an, so Kalle, mit dem ganzen in der Analyse mit dann Kevin, natürlich Kalle, einer meiner besten Homies, kommentieren so das. Kevin, der war so ein geiler Stream, hat noch so viel Spaß. Und wir versuchen hier irgendwas zu tun. Dann brüll ich da ins Mikro. Dann Brücki, der richtig ja Fuß gefasst hat bei Eintracht über die Jahre. Das ist ja auch, muss man auch immer wieder sagen. Polis, danke für die 5. Und holst den Pokal ab. Und es war auch ein richtig geiler Moment, als wir alle reinkamen. Danach wird die Fans auf. Ich habe nicht gesagt, ich bin bei Kickbase Erster. Ich komme so rein, Kickbase Erster. Vor dem Off. Das habe ich alles verpasst, ihr Wichser. Was? Das habe ich alles verpasst, weil ihr auf mich nicht hier oben gewartet habt. Ich habe da noch in Windeseile, weil ich musste hier streamen und so, musste mich alles selber drum kümmern. Habe hier irgendwie alles ausgemacht und so. Und dann habe ich noch in Windeseile versucht, schnell mal einen scheiß Anzug auszuziehen und die Anzugsschuhe. Und ihr seid einfach schon runtergegangen zu den Fans. Und die gehen einfach alle weg, ohne mich. Ich kam da unten beim Office raus, keiner mehr da. Ich bin hinterher gerannt. Und wir rennen dazu. Die rennen alle weg, ohne mich. Ja, dann sind wir da rüber. Und haben die Wichser abgeholt. Und ich fand jo, da weiß ich noch, wie Sansara so reinkam. Und dieses White Sansara Emote entstanden. War, glaube ich, ein sehr geiler. Boah, da hatte ich noch pinke Haare. Da komme ich nicht an den Pokal. Nee, ich meine das andere, wo er so durch den Flur stapft. Das war mal dieses andere. Da stapft er so durch den Flur. Da war das war Pokal noch Freaks. Und dann dachte man schon, okay, jetzt ist die Reise zu Ende. So. War jetzt geil. Jetzt mehr Masters, mal gucken, wie weit es geht. Eintracht Spandau holt hier Spiel Nummer 1. Und in der Gruppenphase haben wir hatten eine sehr einfache Gruppe, verhältnismäßig, muss man sagen. Und wir haben die alle weggemacht. Und Eintracht Spandau macht die Prime League. Junge, da war ich krank. Ich hab, da war ich krank, da mussten Brölke und Kevin casten. Ich habe von zu Hause immer die Spotify-Playlist gesteuert. Ja, das war übel geil, das hat super Bock gemacht. Wir hatten die ganze Zeit immer diese Breaks gehabt und dann haben wir immer so Disco gemacht. Ja, du hast mal DJ gemacht und... Hört man dich überhaupt ja, war, also wisst ihr ja noch, ne? Das war übel geil, weil das hat immer so... Wir haben dann irgendwann so ein Timing gefunden, ich wo ich immer so Ansagen...
Du hast so Ansagen gemacht und dann ich immer so hochgedreht langsam. Du hast immer auch von angerufen, zu Hause, immer so mit Delay. Das war übel. Immer so predicted. Ja, jetzt macht er vielleicht Pause und da langsam hört er, glaube ich, auf. Das war richtig immer so ein Übergang. Ich bin stolz. Wir müssen jetzt mal die Enigma spielen. Arabische Liga. To be honest, habe ich da nicht so viele Insights zu. Also man sieht das war sehr crazy bei denen im Meer Masters, ne? Die arabische Liga. Die arabische Liga hat richtig geslappt. Ja. Top-Teams, die haben auch mal gegen gespielt. Die anderen haben schlecht gespielt, glaube ich. Also, wir wussten, wie die funktionieren. Die waren schon gut. Also, wir waren uns sehr sicher, dass wir das K-Corp ist rausgeflogen. Die sind halt gut. Dings? Man muss halt sagen, es gab diese Lanes-Wurf-Meter und dementsprechend hat sich das Power-Level von allen Teams. Die Orianna-Pike-Corp war so geil. Die haben ja alle Normal-League-Levels gespielt. Und auf einmal gab es dieses Lane-Swap, deswegen waren viele Picks anders. Also dieses Power-Level von vielen Teams. Ich werde nie vergessen, wie du im Finale diesen Smolder-Rekord gemacht hast. Das ist schon... Das war mit diesem... Das war sogar extra mit dem Snipe da, mit dieser... Mit diesem Ult-Snipe. Ja, du hast ihn überleben lassen und wir dachten uns schon, okay, kill nicht mehr. Ja. Und dann kommt dieser Ult, ist wie so explodiert, wo du nicht hinguckst. Fand ich mir dasselbe wie vorher. Ja, ich hatte so geguckt, lass ihn mir kill, der kann ihn ulten, ist Free-Kill. Oder snipet ihn einfach über die, ich weiß nicht, wie viele Stacks du bekommen hast, aber es war... Auch sogar noch. Das war für den immer World Record, gewonnen. Das war für den World Record. GK, die sehr stark ausgesehen haben in ihrer Gruppe. Muss man sagen, GK... Damals ja, jetzt nicht mehr. Achso, jetzt weiß ich nicht, aber damals ja. Witzigerweise eigentlich Zweiter geworden. Also Nigma war der Erste in der Liga. Die haben wir auch weggemacht und die waren so cracked. Ja, wir haben die 3-1 weggemacht, aber jedes Match war so heftig umkämpft. Die hätte ich nicht reinspringen sollen, die hätte ich rausspringen sollen. Aber am Ende des Tages haben wir die geschlagen. Und man muss sagen, die haben halt vorher Carmen Corp rausgehauen. Und die haben halt die krasseste Fanszene, muss man sagen. Noch. Oder vielleicht mittlerweile nicht mehr, wer weiß. Carmen Corp. Aber ja, GK Esports hat die ganz schön vermöbelt. Und dann haben wir GK Esports vermöbelt. Und ab dem Punkt waren wir irgendwie fast Favorit. Und dann auf der anderen Seite BDSA gegen Vegictas. Für uns war eigentlich so klar, okay, BDSA. Das war Desaster. Das war krass. BDSA, ich weiß nicht, ich habe das Game geguckt. Boah. Ich habe bei der Prime League das Game geguckt und habe so mitgeschattet. Echt? Ja. BDSA, die kommen ins Finale. So, weil Vegictas wir auch gegen Sprint, die waren. Ich bin am Tag des Finales zu meinem Dönermann gegangen, habe dem erzählt, dass wir jetzt gegen Vegictas spielen. Und er so, mach die weg. Für Spandau. Für Spandau, Bruder, mach die weg. Super Vertigo. Und ich weiß noch, ich weiß auch noch, ich bin auf den Dönerladen zugegangen, Yemek, und mich crossed so hier beim Marktplatz einfach so ein türkischer Rentner mit einem Beşiktaş Fußballtrikot. Kein Scheiß. Oh mein Gott, no way. Das war crazy. Vertigo, ja? Wofür steht denn BJK eigentlich? Bleib's ruhig. Hä? Ganz leise. Nein. Ganz leise. Aber wir waren schon so, okay, wenn die ins Finale kommen, dann. Okay, so. Und dann gucken wir uns diese Series an und die war so weird. Also die war so, weiß nicht, war irgendwie nicht so, wie man beide Teams gekannt hat. Und auf einmal steht Beşiktaş im Finale. Wir haben kurz vor knapp mega übers Knie gebrochen, weil wir übel scheiße sind, ein Public Viewing organisiert. Am Tag davor. Aber haben dann den Bürgermeister angerufen. Der hat uns dabei unterstützt. Der Bürgermeister von Spandau. Es ist wirklich so ein Fiebertraum. Und wir haben dann in so einem Freilichtkino, ist immer so Open-Air-Kino, haben wir mitten in der Altstadt für 400 Leute ein Public Viewing organisiert. Das ist schon geil. Haben dabei ordentlich Minus gemacht, aber ist ja aber erstmal scheißegal, weil uns war das mega wichtig. Nur vorne Tiger. Das irgendwie, weil kein Offline-Finale ist einfach, das ist so ein Frühlingsmärchen für uns. Sie kamen alle in Scharen, von überall. Ich habe es auf Social Media verfolgt und so alle sind zusammengerückt, alle haben darüber getweetet. Diesen Sonntag wird's laut das und wir holen schön. Den Pott nach Hause. Eintracht! Ja, und dann, und ich glaube, dass alle diese krass gute Stimmung hatten, die ersten beiden Games gegen Beşiktaş, also war ja insane. Boah, die haben also ich hab das gar nicht Freude, sondern eher den Schock. Also wie krass die gespielt haben. Crazy wir haben, wir wussten genau, unser Coaching-Staff ist insane, die bereiten alles krass vor, diese ganzen Szenarien. Ja, und eigentlich wollen die uns halt im Early Game, die wollen uns, versteht ihr? Und also das ist, lacht sich selber über seine Jokes kaputt. Es ist insane. Der hockt auf seinem Hartplastikstuhl und läuft rot an, Alter. Wie noch, dann wird es einmal holprig kurz noch, Game 3 so ein bisschen. Also da hat man dann so ein bisschen gesehen, dass die uns fast so ein bisschen fertig gemacht haben. Well, Beşiktaş are alive! Turkey thrives! Und das Funky wird ja niemals im Meer Masters Finale mit einem 2-0-Führung verlieren. Game war scheiße, kann man schon so sagen. Aber Vertigo auch kam danach und meinte, ja, wir gewinnen. So. Also scheiß drauf, dass wir wirklich so dann ein Game richtig die Klatsche bekommen haben. Jetzt haben wir das auch wieder gesehen, ändern das wieder. Danach haben wir Game 4 gesehen, das war einfach... Habe ich da nicht auf dem Klo getroffen? Also es war einfach richtig geil. Max? Und
Ja. Ich glaube, wir waren 2-1 im Finale eben, ja, bin ich aufs Klo gegangen und du hast irgendwas gesagt und ich so, wir müssen immer einen Game Thrones für Konter oder irgend sowas. Nee, ich glaube, nach dem Lewis haben wir uns getroffen. Ja, nach dem Lewis habe ich gesagt, bitte mach die jetzt weg. Und er so richtig so, ihn hat es einfach null gejuckt, so, wir droppen immer ein Game für Konter. Ja, genau so, ja. So und ich so, wir waren damals so confident. Richtig sauber gespielt, also an sich die Jungs an dem Tag einfach, haben mir einfach richtig geil gezeigt, was das für ein Team ist und dass sie alle zusammenspielen. Es waren überall, haben selber diese proaktiven Plays gemacht, resets, haben die Kills bekommen, die Leute sind diesmal nicht abgehauen, die sind manchmal viel Spiel, verpissen die sich damit 1 HP, ist uns nicht passiert, wir haben die Kills genommen. Und dann machen wir noch einen Stomp. Es war not even close. Oh. 4 von 5 von BDSA gehen jetzt LEC? Ja. Crazy. Wir haben die eigentlich nicht. Kidui. Und ab da von auch, was ich weiß. Laut also, Sources. Nicht zu realisieren. Osman 1-2-3 left the game. Würdet ihr hier zustimmen? Vertigos stehendes Mental muss studiert werden. Coach? Ja, mein Mental ist auf jeden Fall, sein Mental würde ich auf jeden Fall studieren. Das ist true. Mein Mental muss studiert werden. Also. Scheiß auf Ben! Bandit! Das ist Bandit! Oh mein Gott, ich weiß, okay, Kevin. Als wir gewonnen haben, war es irgendwie so awkward. War geil. Oh mein Gott! Weil erstmal das wurde eingespielt. Ja, das war so super delayed. Oder? Das war mega weird. Plus. Sind dann da hingegangen. Plus. Weißt du, wir jubeln so. Und dann. Kam keiner. Es kam keiner. Wir waren halt hier nur zu zweit. Weil alle waren ja beim Public Viewing. Ja. Und dann war es so, ja, gut. Dann gehen wir jetzt rüber. Wir schalten mal rüber. Ja, aber es war mega geil. Wir haben nochmal sehr based uns kurz am Fliesentisch gesetzt und über das Match geredet. Stimmt. Und, ja. Stimmt. Wir haben dann einfach noch eine Fliesentischsitzung gemacht, bevor wir rübergegangen sind. Junge, wir gewinnen die mehr Masters und schnacken erstmal am Fliesentisch, während da alle beim Public Viewing sind. Weil die waren alle beim Public Viewing. Kevin und ich lagen uns so in den Arm. Wir wollen diesen Greenscreen abbauen, weil normalerweise kommen zwei Leute rein und bauen den ab. Und wir, das war dann so ein bisschen awkward, wir freuen uns und merken aber, okay, der Greenscreen muss jetzt abgebaut werden. Ja, machen wir haben es nicht hinbekommen, wir waren völlig aus dem Häuschen. Ja, und dann sind wir darüber. Und Digga, die Faninitiative mittlerweile, ich hoffe, die haben da ordentlich neue Member akquiriert. Ey, also falls ihr Bock auf Eintracht Spandau habt, haut die Faninitiative an. Die haben auch das mitorganisiert. Die haben sich da um den Einlass gekümmert, ein bisschen aufs Programm, die haben Vegalos organisiert. War auch so Golden Hour-mäßig. Und die Fahnen geschwenkt und ein bisschen mehr. Das war geil. Tiger hat da die Menge angepeitscht, Alter. Der wollte es richtig wissen. Und dann kommen wir da an, ey, und das ist eigentlich schon geil zu sehen, wie richtig viele so Schals sind. Also wir gehen da hoch auf dieses Gott, auf diese vier Stufen Erhöhung da. Gehen wir da hoch, dann ist ein Bürgermeister. Und Kevin schreit da, in feinster FC Bayern Parole. Ich glaube, ich habe zuerst nicht realisiert, dass der Bürgermeister ist und die einzelne Anschlag gegeben. Geil, aber auch, wir kommen da wie die übelsten Gamer an, ey. Alle so eine Headset-Delle oben. Ihr Lelep, Alter. In feinster FC Bayern-Parodie, wer hier den besten Angriff hat und so. Es war so geil. Ach, schade. Wer hat die beste Midlane? Eintracht Spandau! Wer hat den besten ADC? Eintracht Spandau! Wer hat den besten Boss? Eintracht Spandau! Wer hat den besten Coaching-Staff? Eintracht Spandau! Wer hat die besten Fans? Eintracht Spandau! Ich bin ganz vorne im Puppy in der Kamera. Boah. Gute Zeichen. Gänsehaut. Yes. Die Mücke fällt auch da. Boah. Sorry, Kevin. Ich hab's mitbekommen, ich hab's gehört. Hat nur noch Guido gefehlt. Ansonsten waren echt alle da. Das war geil. Und Tito ist auch mit seinem Vater da. Das ist schön. Ja, war ein geiles Jahr. Und da kam Summers Bild, aber da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, und dann halt die. Es war ja dann so ein bisschen halt versetzt, ne? Es war ja auch nicht viel Zeit, es waren so 2-3 Wochen oder so. Und dann ging ja der nächste Split schon wieder los. In der Zwischenzeit hatten alle anderen Teams Sommerferien. Ja, die waren schon lange raus. Und das war schon ein bisschen krass, aber dann haben wir dann erst auf der Rücktour, wo wir da waren, dann erst unsere Meisterschaftsfeier gemacht. Und die fand ich. Mit dem Schiff. Mit dem Schiff. Boah, und das ich fand, ist so das ist halt cool. Also.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendein deutsches E-Sport-Team so eine Meisterschaft war. Geil. Das Beste daran war, dass da waren Freigetränke auf dem Boot für die Spieler. Boah, ich habe mich da mit meinem Kumpel. Boah. Ich weiß noch, Vertigo war sehr besoffen. Also, wenn dann boah, ich war das sehr betrunken. Ich weiß, was Jungs, richtig cool war, da gab es Freigetränke. Das war bei Eintracht Frankfurt nicht so. Junge, ey. Aber stimmt, wir sind ja noch zum Rathausplatz. Da haben wir ja vom Balkon da die Meisterschaft mit dieser Pringelsdusche. Ich fand so geil, dass irgendwie die Polizei stand ja unten auch. Ja. Und so, hallo Polizei. Und dann so, ja, zack, Pyro gezündet. Das war so. Ja, also das war einfach, also das kann man gar nicht so wiederholen. Das ist einfach so krank. Der wie auf dem Boot da auch noch dieser eine Baum da, wo wir fast aufs Ufer gehen. Oh mein Gott, ja. Ich saß ganz vorne. Bei Johannes, das der es gesehen hat. Ja. Ich war gerade unten. Ein bisschen falsch hier? Ja. Ich war gerade unten. Ich weiß so, ich wollte ein Eis aus dieser geilen Eistonne. Ja. Da durfte man aber selber nicht ran. Die sind ausgerastet. Ja. Nein, das müssen wir machen. Okay. Da musste man an einer Schlange anstehen. Merlin, Mann! Da kommt der hochgejumpt. Nee, es war es nicht. Mann, Merlin, ey. Ja. Oder irgendwie so. Ja. Ja. Aber das mit dem Boot war so. Bei Johannes auch so, also ich habe mit Johannes erzählt, Johannes so, ja, müssen wir nicht mal lenken? Oder irgendwie so ganz, ja, so, also gar nicht mal angesprochen, so einfach nur so, ja, irgendwie fahren wir doch hier komisch. Und dann, Ufer kommt immer näher. Ja. Boah, dann springt er unten aus dem Fenster, klettert außen hoch. Mann, Merlin, Alter! Das und dann rudert er mit einmal da rum. Ja. Also trotzdem knapp. Boah, ja, das war knapp. Ich glaube, das war der coolste komplett, Tag des Jahres. Komplett kentern können. Das wäre auch geil. Eintracht Spandau, Meisterschaft 2 Jahre, fällt ins Wasser. Das ist halt so. Das wäre eine geile Lust gewesen. Aber was auch krass war, wie wir dann ins Rote Rathaus eingeladen auch wurden. Krass. Vom Berliner Bürgermeister. Ah, da war ich nicht dabei. Geehrt wurden. Also wo so war ich da nicht war dabei. War actually gut, dass du da... Doch, du warst dabei. Nee, war nicht dabei. Aber es war echt schön gut, dass du nicht dabei warst. Du warst zu Hause. Und wäre mal negativ aufgefallen, glaube ich. Ah, ich hatte damals meine Schluckprobleme und musste surfen zum Arzt und so weiter. Ja. Ja. Schluckprobleme. Boah, das war schlimm damals. Ja. Jetzt auch einfach weniger... Ja. Na, ist auch egal. Okay. Das Konzept, dass wir so 5-6 Stunden auf dem Boot waren mit 300 Fans. Das war so geil. Die Stimmung war permanent gut. Niemand das war krass. Einer hat abgefuckt. Doch ein Typ war da. Einer hat abgefuckt. Da war ein Student... Warum redest du so bei Hendrik? Da war ein Student... Der hat mich so genervt. Der hat die ganze Zeit, ich weiß was, der war oben auf dem Deck, direkt an der Treppe runter. Und der hat die ganze Zeit so dumme Sprüche gegeben. Also so richtig provoziert. Ich war so, Digga, was willst du von mir? Ja. Ja. Und all seine Brees waren auch so, mein Gott, halt bitte die Fresse, so unangenehm. Sorry, Henno, der ist mega voll. Ich weiß nicht, ob es jemand noch weiß, der da war. Doch, ich glaube, ich kann mich an. Und ich habe ihm auch irgendwann ganz klar gesagt, Digga, du lehnst dich hier gerade ultra weit aus dem Fenster, bitte halt einfach deine Fresse. Ja? Ja. Okay. Aber war scheißegal, weil er war da noch so, oh, sorry. Mhm. Aber ich fand es ja so krass, weil ich hatte vorher wirklich Respekt und dachte mir so, okay, wir machen eine Bootstour, okay. Und dann so, ja, wir fahren 6 Stunden. Ich so, oh, 6 Stunden auf dem Boot, du kannst ja auch nicht entweichen, du kannst ja nicht. Sitzt ja fest. So. Und, das und auch Boot. Alkohol, right? So, yeah. Wenn ja viele Zuschauende da auch richtig einen ja, wir wissen ja, wie ihr seid. So. Dann fallen die Hemmschwellen. Yeah. Und das Boot hat abgelegt. Und auf einmal kommst du dann zu Vertigo. Vertigo, hast du Tipps für meinen Trundle? Und Vertigo hat keinen Bock drauf. Und das war 6 Stunden lang geil. Und es war so schnell vorbei. Das war so mehr als 2 Stunden vielleicht gefühlt. Ja. Das war insane. Ich habe Fußball geguckt und Kevin hat die Meisterschaft geholt in Kickbass. Oder Karl? Das hat sie wie 5-3. Ich habe die leider zum Ende verloren. Du hast. Aber Union ist in der Bundesliga geblieben. Das genau. Union hat einen Tag gespielt. Einer schreibt, die einzigen, die wirklich gesoffen haben, waren von NSYNC 3. Die hast du komplett. Ich weiß noch. Karl hatte alle alle Lampen an. Alle, die es auf der in ganz Berlin. Danach ging es ja noch weiter, glaube ich. Und da hat er noch und das mit dem Pokal, wo wir aus diesem Egerf. Oh mein Gott, das war so ekelhaft. Er war gefühlt irgendwie so von Zigaretten. Also, er war irgendwie richtig dreckig. Ja, ich war so besoffen. Wir haben alle aus der Rennen. Weißt du raus? Und dann war das halt und dann kam, ich glaube, Hannes oder Karl so, komm, sauf mal draus. Und ich so, da haben schon 10 Leute rausgenommen, einfach noch widerlich. Nee, ich hab draus gesoffen. Wir waren danach auch alle wieder krank, aber das ist ja nicht so. Ja, aber das ist nur ein Saufschub. Ja, aber das Geile ist, dass der Pokal seitdem auch noch nicht einmal sauber gemacht wurde. Und das hat aber dann auch ein bisschen, das hat dann ein bisschen Historie. Digga, der war da noch monatelang, Chat. Und der war nicht einmal sauber gesäubert. Nein, der ist immer noch nicht sauber. Ist immer noch, immer noch. Nein, der ist immer noch so. Die Sache ist auch, dass auf dem Pokal, aus dem Pokal, andersrum,
Da steht ja nichts drauf. Und wir haben einfach auf diesen Pokal einfach so einen Eintracht-Spandau-Sticker raufgeklebt. Damit ja, einer stimmt. Weiß, dass Alter, es ein Eintracht-Spandau-Pokal ist. Das macht mich immer noch so sauer. Wir kriegen da einfach so zwei Fischerpreis. Außen 3D-Drucker, so Fischerpreispreise. So an Nahlketten-Sonden, Digga. Und dann ist da nicht mal unser scheiß Name drauf. Und das Ja. Und, auch nicht das Ja. MVP, was ist das für ein Pokal, ja, Alter? Ja, nee, da steht kein Name drauf bei dem MVP-Award von den Namen. Ja, wir haben so rumgemiebt. Jeder hat ein Foto mit diesem MVP-Pokal gemacht. Weil dann nicht sein Name drauf steht. Wirklich, jeder in diesem Office hat diesen Joke mit mir gemacht. Ja. Guck mal, mein Pokal, Tristan. Hast du den überhaupt mal nach Hause genommen? Ja. Hast du richtig gehasst? Hast du das nicht mal einen Namen draufgeschrieben, oder? Mit Edding einfach draufgeschrieben? Mit Edding. Vor allem so, also wir haben uns ja Giga drüber aufgeregt, auch halt zu der Liga und so. Und im Sommer haben die dann irgendwie die Namen irgendwie, glaube ich, raufgemacht. Und vom Team. Und so, Offline-Final. Und seit 10 Jahren nicht, oder und weiß nicht was. Und Offline-Final. Ist so, ja. Ja. Ja, wir sind in dem Split Meister geworden, der so richtig auf Wish bestellt war. Und deswegen hat der so gut zu uns gepasst, Mann. Das ist true. Alles war ein bisschen abgefuckt und ranzig und wir haben das Ding nach Hause geholt. Wir konnten halt einfach von zu Hause zocken. Ne? Ich weiß nicht, ob das halt wirklich von uns so auch Wohlfühlzone dann war. Ach Kevin, jetzt red's nicht runter. Ne? Sonst hätte Lilith da hätten neben seiner Knie weggeflogen. Warum war das immer von, weil warum war das immer so? Weil wir einfach, weil die gesagt haben, ja, wir machen nur ein Offline-Event im Jahr und das im Sommer und es passiert stimmt. Gar nichts. Ja, stimmt. Vergessen so. Alles. Und im Jahr Masters war ja auch super fast. Das fand ich auch krass. Chat, ihr seid solche Wichser, Alter. Er hier macht sich einfach über Chicken Hero lustig. Er hier geht Funky auf die Eier, Funky, der soll was sagen. Junge, ey, lass uns so einfach viben. Junge, also die ganze Zeit. Ich bin seit 2 Jahren weil wir darüber geredet haben, dass alle krank geworden sind über die ganzen Krankheitsfälle im Sommersplit, weil der Sommersplit, der war der Krankheit. Boah, ja. Der krankeste. Boah, da war jeder krank. Kranker Sommer, Digga. Ja. Und ich nicht. Doch, während Dart Event. Oh ja, true. Aber ihr wart echt durchgehend krank. Das war krass. War immer irgendjemand krank. Also spielst du noch Until Dawn? Ich glaube, in 12 Wochen Sommersplit hatten wir 4 Scrims, wo alle vor Ort waren, im Office und zusammen trainiert haben. Das war schon chill. Also weil du ja auch, du warst ja erst noch zu Hause, du bist erst nachgekommen. Und dann sind wir natürlich aber auch ein Team, was maximale Flexibilität ermöglichen wird. Heißt, du kamst und Lilip so, ja, ich fahr mal eine Woche nach Hause. Ah ja, stimmt. Und das abgehauen, weil ich gekommen bin. Und dann das war die Regel. Wir dürfen nicht in einem Raum sein. Ja. True. Ja, Amin. Machst du nichts? Das hat sich durchgezogen, bis in den Pokal, Mann. Ja. Ihr habt einfach, irgendwas ist mit eurem Immunsystem und der Seuche. Ja, wir können einfach nicht mit so vielen Menschen auch, ne? Ja. Ich glaube, Kevin hat das letzte Mal erklärt, dass er denkt, dass bei Vertigo es irgendwelche Superbakterien in gibt. In seiner Wohnung. Ja, er war ja nicht sauber. Hast du es mitbekommen, ja? Ja, ich schau immer alles. Wie doch haupt mit so einem kaputten Headset. Ist einfach nur geil. Die Wohnungsübergabe übermorgen. Kevin, gehst du da mit Maske hin oder ohne? Ich werde aber in den nächsten Tagen bei allen vorbeikommen. Ich brauche bei Tristan. Das sind immer die besten Tage im Jahr, selber Kevin. Ausgeräumt. Diese Buden schrubben und ausräumen, weil die so verranzt. Nee, ich jede alles. Kufe ist voller Schimmel und Eiter. Alles. Ne, ich freue mich drauf. Alles ist schön bei mir. Nee, Jungs, ihr könnt das richtig sauber machen. Ich bin niemand. Das like actually, es ist actually diesmal fein. Die Wohnung ist super blitzsauber und dann machst du den Vorhang auf und von den Balkon. Nee, meine Eltern haben das alles weggemacht. Deine Eltern? Ja, also du nicht. Junge, seine Eltern kommen vorbei. Und seitdem putze ich halt immer nach. So Mama, leicht. Papa, komm vorbei. Er hat so eine Fresse, dass es so, ihr beliebt alle nicht, das ist respektlos. Natürlich mache ich so. Und dann sagt er, meine Eltern waren da, die haben alles sauber gemacht. Ist das krass. Ja, aufräumt, drop 300 LP. Dann hast du aber meine Eltern sind aus Österreich gekommen. Aus dreimal im Sommer aufgeräumt. Aus Österreich. Junge, du hast die eine fliegen lassen. Made it. Actually, meine Eltern waren da. Ich muss hier sauber machen. Ja, das ist true. Krass. Meine Eltern sind für so 2-3 Tage da gewesen und die haben einfach durchgeputzt und haben, das haben sie zweimal gemacht, weil sie dachten sich, der Typ ist zu retarded, das muss man machen. Könntest du einen Aufräum-Stream machen?
War einfach, heute räume ich mein Zimmer auf. Sechs Stunden also, Stream. Ja, und dabei Docs, der auch noch seine. Also, ich hab ja beim letzten Mal das so gebaitet, aber ich kann es ja wirklich jetzt in nächster Woche ja, machen, einen Livestream und kommen dann rein. Komm, es ist schön. Es ist echt schön. Bei dir selber sieht es ja auch nicht besser aus. Doch. Naja, also dieser Fleck an der Wand. Ja, das nicht. Bei mir in der Wohnung sieht scheiße aus, weil ich drei Löcher in der Wohnung habe, weil da mal ein Eintracht Spandau-Dreh war. Dann haben wir so eine Flagge hingehangen, haben die Flagge abgezogen, Tapete ab. Und dann haben wir dann mal diesen Zanzara-Dreh gemacht mit der Spezi. Er liegt in meinem Bett, schüttelt die Spezi. Meine ganze Wand ist voll Spezi. Oh mein Gott, stimmt. So sieht meine Bude aus. Kriegen wir eigentlich noch mehr Spezi-Tapete, Leute? Drauffasertapete einfach. Oh, schön. Grund für die Reise, ich putze von meinem Sohn. Wie alt bist du? Ich bin 33. Warum? Ach so. Ich habe gedacht, Rauchphase. Ich. Das war so, als ich die übernommen habe, dann war so Rauchphase. Ich habe Kevins Wohnung gesehen, der müsste erstmal seine 20.000 Magic-Karten wegräumen. Und du shit-talkst mich? Oh! Crazy. Junge ist in Schock, er ist in Schock. Kevin ist in Schock. Ich frag mich gerade noch, welche vertraglichen Sachen ich alle aktivieren kann, um dich hier mal richtig. Meine Wohnung ist schön. Das wird weitergegeben. Ja, aber das liegt an der Wohnung. Gut. Jungs, war ein insanes Jahr. Sommersplit Spring. Gab's auch. Nein, war ein insanes Jahr, weil wir hatten auch uns, was wir alles erlebt haben, Junge. Guck mal, der fucking Bürgermeister, dann der andere Bürgermeister, da ins Rote Rathaus, die Bootstour, im Meer Masters Public Viewing, spontan von einem Tag auf den anderen, das Offline-Finale gegen Big im Experion, dieses Event-Wochenende, zum Start, wo alle gezackt haben. War auch krass. War auch krass. Boah. Dann hier immer die Fliesentisch-Sitzung. Ich bin ehrlich, ich werde das sehr, sehr vermissen. Das war ein richtig geiles Jahr. Das kann man sich gut ins, wie heißt das, ein Fotoalbumbuch abspeichern, zumindest im Kopf. Ja. Man hatte die Videos. Ja. True. Ich meine, hier werden sich jetzt die Wege trennen von einigen von uns. Andere bleiben. Kriegt ihr auch noch mit natürlich, Leute. Entspannt euch. Aber ich ganz persönlich, auch im Namen der Org, im Namen der Fans, würde ich auch sagen, wenn ihr mir dazu stimmt, vielen lieben Dank an euch alle für das Jahr. War echt geil. Natürlich auch jetzt an alle, die auch nicht hier sind. Ne? Coaching-Team ist noch größer, we know. Sansa, der leider Xanti nicht hier sein kann wegen Visa-Probleme. Und Xanti, die Legende. Xanti, die alte Feiernatter. Ja. Und TJ, der euch immer durchgefüttert hat. Ja, boah, ja. Das ist auch MVP, unfassbar. Das werde ich vermissen. Die Erde. Traurig. Das ist, die Erdbeermeter war auch strong. Es gab schon viele Sachen. Es gab im Sommer zu wenig. Lexelot war auch noch. Lexelot. True, Lukas. Der muss jetzt einfach so eigene Spiele machen. Ja, das ist immer so, also einfach so Momente oder so ein Jahr, auch wenn es gut geklappt hat, und es hat super gut geklappt, ist aber so, die behältst du einfach dein ganzes Leben. Deswegen, ich fand das Squad ultra geil und werde immer zurückschauen und sagen, das war ein geiles Jahr. Wir haben besser als bei Misfits. Was hab ich gesagt? Besser als bei Misfits. Alles klar. Besser als bei Misfits. Danke dafür. Alles klar. Ja. Ich meine, worüber wir jetzt gar nicht geredet haben, dass ich nach der Meisterschaftsfeier mich in Braunschweig abgeschossen habe, wirklich. Das war fantastisch. Boah. Ich meine, Karl hat hier auch auf dem Tischen getanzt und hat die Lampen runtergeholt. Karl hat legit auf der Kocheninsel getanzt nach der Meisterschaftsfeier. Und seitdem, ich glaube, der hat oben, da sind so Röhrenlampen, aber so nach unten, die hängen so an einem Faden und dann sind das so längliche Lampen da unten. Und er hat auf der Kochinsel getanzt und einfach eine so in den Mund genommen. Ja, die wollte er blowen. Das ja, aber ich sag mal, seitdem es diese Feier gab. Und daneben, warte, ganz kurz noch, und daneben an der Kochinsel sitzt Christian Baltes, Co-CEO von Eintracht Spandau, und macht den DJ. Das war insane. Ja. Und seitdem gibt es bei uns in der Firma so ein Formular, was man ausfüllen muss, wenn man ein Event machen will. Wer ist der Nüchterne und wer nicht? Und ja, wer hat die Verantwortung? Wer hat die Verantwortung, seitdem, weil das so eskaliert ist, diese Party. Ja. Aber wir haben ja hier auch einen guten Partyfloor, ne? Mit deinem Raum hier. Ja. Auch hier mit der Anlage und so. Das ist geballert. War ein Fun hier. Ja, deswegen würde ich sagen, vielen Dank an alle. Vielen Dank an Leute da draußen, die das so auch geil einfach supportet haben, weil ich glaube,
Ich bin ehrlich, ne, so du kannst auch irgendwie bei anderen Teams irgendwie da, keine Ahnung, wirst du wie Meister und denkst du so, jo, geil, ich werd Meister. Aber die DSL zum Beispiel. Ja. Je mehr Masters gewonnen in der leeren Halle. Ne. Irgendwie Satch. Und aber einfach hier mit so einem Fansupport im Hintergrund zu gewinnen, das macht einfach, das hat einfach so Meaning, so, das ist einfach geil. So. Safe. Ja. Und ja, danke dafür. Stimme ich total zu. Oh, die. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Hab's leider vergessen. Berliner aus JWD. Ja, wir können nochmal die Hymne zusammen singen. Fühl ich. Ja, ich würde ich auch fühlen. Aber dafür stehen wir auf. Also, ab 30 darf man sagen, wenn man aufsteht. Weglegen? Klar. Schon wieder. Alter, ich bin brained. Halt es einfach fest. Ja, ich halte es fest. Halt's fest. Ja. So, eins alles schön Max einsperren? Nein. Bindest du mein Mikro aus? Ja, deins. Ich habe alle ausgemacht, bis auf das hier. Ah, okay. Da kannst du es schon abziehen, oder? Ja. Digga, mittendrin einer, du musst mal wieder Wukong zocken. Der kriegt jetzt eine Woche weg. Eine Woche. Aber weil du dann einfach so, Test. Nee, warte, wir sind jetzt einfach mal. Was? Nee. Alle nebeneinander. Seid ihr ready? Nebeneinander. Nebeneinander auf der Veranda. So. So, Leute, gemeinsam. Wo die Havel kreuzt die Spree, von Berlin aus JPD, wo die Zitadelle rockt und die Eintracht uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir. Oh, Seven Manners. Oh, Seven an euch. Seven. Sollen wir die Helfen, die Headsets wegkriegen? Das wäre geil. Wo hast du die alle her? Zwei, also das kaputte und das aus Sterzigs Studios, ganz vorne links. Das kaputte. Das kaputte. Ich muss noch Potato zu Ende aufnehmen. Da kannst du es mal. Oh, ich hab aber mega Knast gerade. Ja, scheiße, wenn du könntest schon aufnehmen. Ja. Ich mache einfach mal ein Headset hier so ran. Mhm. Hast du die Kicker? Okay, Leute, hier geht's jetzt gleich noch weiter mit Until Dawn. Ich guck mal kurz, ob es was zu essen irgendwie gibt. Ich schieb's noch ein bisschen mehr da runter. Oh, krass. Geil. Naja. Geil. Nico? Ja. Nice. Schöne Pfanne. Wo kommt das Headset hin? Das Headset ist, glaube ich, nicht bei Sterzig. So, Kevin, jetzt sind die Kids langsam aus dem Haus, ne? Wir haben es ja angekündigt, dass wir ein paar Sachen weniger haben. Und der eine Sache ist halt, wir haben halt keine Spielerwohnung mehr im nächsten Jahr. Dementsprechend gehe ich da jetzt nächste Woche rum, gucke mir das an, ob die aufgeräumt haben. Wahrscheinlich. Und dann wirst du von jeder Wohnung die Kaution abgeben müssen. Das sind nochmal die Kosten, die man am Ende dann tragen muss. Ne? Wahrscheinlich habe ich dann, also ich habe den ganzen November Zeit zu putzen. Also wird so zwei Tage die Woche putzen wahrscheinlich. Also wenn da jemand Interesse daran hat. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüssi. Wenn da jemand Interesse daran hat, weiß ich nicht, so ein Putzfimmel oder Putzfetisch oder so, meldet euch gerne bei mir. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, wird dabei sein und schlimmere Sachen. Ja. Das wird dann schön. Ja. Und wenn ich dann mal gerade nicht putzen muss, dann gucke ich mal, wie nächstes Jahr. Sag mal! Red mal fertig.
Also wenn ich jetzt nicht gerade putzen muss, dann schauen wir mal, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ne? Sind ja noch Positionen offen, die man nochmal fertig machen muss. Ja? Naja. Ich muss jetzt auch noch arbeiten gehen. Naja. Gut. Kevin, kriege ich das Balkon verraten? Das war auch so eine Wohnung. Der Spieler meinte so, ja, nee, ist alles fertig. Ich habe alles sauber gemacht. Ich komme hin. Ich gucke so in der Wohnung, überall stehen noch so Scheiße rum. Dem mir so, ja, vielen Dank. Da standen so auch drei Kisten Pfand und so. Dem mir, ja, danke, dass ich die haben darf. So, er meinte noch so ungefähr so, ja, naja, kannst du ja da mitnehmen. Ich sage so, ja, cool. Dann gehe ich auf den Balkon und da ist einfach noch so ein Klappfahrrad, was da steht. Ich sage so, was soll ich mit dem Fahrrad jetzt machen? Ja, das kannst du haben. Ja, danke. Oh, nett. Gut. Ein Obstis, der immer gefragt hat, ob es was umsonst gibt. Der Obstis hat alles mitgenommen. Hm. So. Schüssikowski, viel Spaß euch noch. Man sieht sich bei den Worlds Finals. Aha. Ja. Tschüss.